White Russians bucht uns auch jetzt für Kindergeburtstage, Vereinsfeste und Beerdigungen. So. Bei Erstkunden gibt es 20% Rabatt. Echt? Ja klar, auf schlechte Witze. Aber schlechte Witze. Nach 19 Videos und vermutlich gefühlten 25 Intren sagst du mir, dass das schlechte Witze sind. Nicht alles, aber alle, die du machst. Weil du keine Witze machst, weil du wieder zu fein bist, ein Intro zu machen. Nein, aber ich verstehe es zu delegieren. Ja, okay. Gut, also... Boah, ich habe mich so gut rausgeredet. Das glaubt mir jeder. Das ist fast schon ein bisschen, es klang einleuchtend. Aber da ich dich jetzt schon mal hier habe, fass er mal zusammen jetzt hier. Was letzten Spielern passiert ist? Zum Beispiel... Hör dir das verkackte Video an, dann weißt du es selbst, Mensch. Und jetzt nochmal auf die freundliche und pseudo-freizeitprofessionelle Art, bitte. Wenn du dir das Video von der letzten Folge anhörtest, könntest du den Inhalt besser im Gedächtnis behalten und ich müsste dir jetzt nicht alles noch einmal erzählen. Das sind anderthalb Stunden Scheißdreck, also pass auf. Nachdem irgendwelche Ketchup-Reste von Wänden gekratzt wurden, ging es daran, dass Flummis, Quatsch, Jojos Ding rappappelte und das ist ja immer ganz wichtig. Also ab zu Matrioschka. Ja, da steht sie drauf. Also ab zu Matrioschka und dann erstmal erfahren, dass man vielleicht Arbeit kriegen könnte, die gar nicht so schlecht ist. Also finde ich, weiß gar nicht, wie ihr das so seht. Pflichte mir gefälligst bei. Ich war mit meinem gerade dabei, zu einer weitschweifenden Antwort auszuholen, aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja. Okay. So, und da jetzt nur zu das zweit... Das war kein Ausholen zu einer weitschweifenden Antwort, das war einfach nur ein... Ja, jetzt habe ich es zur Kenntnis gezogen genommen und jetzt halt die Klappe, du blödes Weibstück. Ja. Also da ihr eigentlich zu dritt eingeladen wurde zu arbeiten, aber ihr nur zu zweit seid, ist was passiert genau? Wen könnte man denn fragen? Die völlig unbescholtene Cousine, die irgendwie jetzt auch nicht so viel Dreck am Stecken hat, so eine niedliche Kleine, die man erstmal voller LSD pumpt und dann kannst du mit der alles machen, ne? Das war der Plan dahinter. Eigentlich wollten wir sie auf den Strich schicken, aber irgendwie waren wir dann selber zu sehr druff. Jetzt, du sollst nicht spoilern. Psst. Also die kommt nicht auf den Strich. Das wird mir nicht voll der Mindfuck dann, wenn das passiert. Okay. Ganz wichtig. Willi hat das erste Mal im Cast Fanta bekommen. Also jetzt kann sich keiner mehr beschweren. Jetzt kann ich dir alle Organe rausnehmen. Sie hat Fanta bekommen. Was willst du denn noch? Plus, und das ist ganz wichtig, Willi hat, es ist zum ersten Mal in der Geschichte der White Russians deutlich geworden, dass Billy furzt und dass Billys Fürze nicht nach Hosen riecht. Nee, sie hat gesagt, sie riechen nach Hosen, obgleich ich das nicht glaube. Aber das ist egal, irgendwann kriegt sie von mir einen Metabolismusfilter verpasst und dann furzt sie gar nicht mehr. Und um mal irgendwie zurück zum Thema zu kommen, also vielleicht hatten wir ja mal eins, und zwar sind sie dann noch mal kurz zu dem entsprechenden Lokal gefahren, wo sie dann mal einbrechen oder was auch immer machen müssen und haben sich da umgesehen und mehr ist noch nicht passiert. Das heißt, jetzt geht's also daran, irgendwelche Pläne zu machen, irgendwie Leck zu wirken oder was auch immer sie da vorhaben. Vermutlich wird es sowieso wieder mit Hodendrogen enden, man kennt das ja. Apropos Hodendrogen, ich warte immer noch auf Bewerbungen. Welcher Art? Nachdem du einen wundervollen Bewerbungsaufruf für Männer gestartet hast, die ihren Penis vorne tragen und sich bitte mit Bild bei den White Russians bewerben sollen, es sind noch keine eingegangen. Also entweder hören uns keine Männer zu, Männer sind plötzlich prüde geworden, oder sie haben Angst, was mit ihren Bildern tun. Nichts Schlimmes, wir basteln daraus NSCs. Ja, und man muss auch sagen, der Aufruf, der war ja nicht irgendwie so zum Spaß. Nee, das braucht Flummi rein beruflich. Also die braucht da einfach einen größeren Kundenstamm. Gerade jetzt, wo rechtlich es verhindert werden soll, dass es in Bordellen Fick-Flatrates gibt, da braucht Flummi einfach wieder ein paar mehr Leute, die sie finanzieren und die auch ihr Spiel finanzieren. Du weißt gar nicht, was das für ein hartes Leben ist als Rollenspielerin. Man hat ja keine Zeit für nix. Da muss man schon ordentlich was wegstecken. Richtig. Da muss man einiges einstecken. Alles und klar. Einiges einstecken können. Komm, wir verschieben das jetzt lieber auf den Spielabend. Viel Spaß und bleibt geil. Jo. Nun fangen wir an. Also kurzer Recap vom letzten Mal. Wir sind gerade dabei, einen Plan zu schmieden, nachdem wir im Techno Tower waren, was wir machen. Bam! Wir müssen für Matrioschka eine Wanze anbringen.
Dankeschön. Das Letzte, was ich mir aufgeschrieben hatte, war, dass ihr quasi dann irgendwann wieder aus dem Deckdauer raus seid und euch, glaube ich, nochmal besprechen wolltet, bevor Billy eine richtig fette Datensuche die Nacht machen wollte. Ja, ein bisschen länger als die Nacht, aber generell ja, hast du recht. Wir Also, ihr waren seid vor dem Tech raus. Tower. Gut. Schweigen. Ja, nee, Billy ist abgezogen. Ach, du bist schon die, weg. Ja, ich hab gesagt, gute Nacht, Schätzelis. Ihr wolltet ja nach Fensterputzern gucken und vielleicht im ein oder anderen Schwengel für die Nacht. Und ich hab gesagt, gute Nacht. Und bin dann nach Hause gepentert. Aber Fensterputzer sind da ja jetzt nicht mehr. Ich korrigiere, es ist 4 Uhr nachts und die Fensterputzer waren an dem Gebäude auch nicht, als ihr angekommen seid. Darf ich noch mal kurz was fragen, Meister? Moment, wir haben am Dienstag, den 23. April 2080, die Party gemacht, ne? Also sprich ja. Im Schwimmbad. Dann 24. haben wir Machina Trips verabreicht. War das nicht auch noch am 23.? Nein. Nee. Das war doch, schon es kam doch nein. Nach 1. Es war auf jeden Fall nach 1, weil ich habe den Laden vorher noch zugeschlossen. Stimmt, dann war es am 24. Das war die Nacht vom 24. Und am Tage des 24. hat Jojo schöne Duschsuppe bekommen. Und jetzt ist quasi die Nacht vom 25. Genau. Das hätte ich jetzt auch gesagt, aber du wolltest mich ja nicht ausreden lassen. Also ist heute Donnerstag der 25. Ich gönn dir nicht mal April. Fanta, natürlich lasse ich dich nicht ausreden. Ja, doch, Erdbeer-Fanta, widerlichste, arschgesichtige Brühe, du. Gibt's dafür schon. Also es sind, was jetzt noch, 26. April haben wir noch 4 Tage, 5 Tage bis Stich. Nee, am Tag, wo sie mir das gesagt hat, also Matrioschka mir Bescheid gesagt hat, da hatten wir noch 7 Tage. In der Nacht vom 1. zum 2. exakt 0 Uhr war die Ansage. Ja. Ja, also wenn wir heute den 26. haben, dann ist der Stimmt. 26. Verdammt. Dann der 27., 28., 29., ja, 30. plus der 1. ist in 6 Tage. Du hast recht. Die Informatiker kann ich zählen, ne? Eilbärchen! Bitte was? Klabusterbärchen? Ja, er hat mich vorhin als Nazi-Tante irgendwie bezeichnet, deswegen musste ich jetzt irgendwas finden und ich dachte, der Spielleiter ist das Beste, was ich jetzt gerade finden kann. Ach so, na, ich hab's bloß nicht verstanden, weil es so unheimlich schrill und furchtbar war. Ja. Also, erstmal die Fensterputzer-Ladies dürfen was machen, weil die ja noch warten. Billy sitzt im Auto und fährt zu ihrem kuscheligen Haus, Wohnung, Gedöns. Aber ich hab voll die gute Idee. Nein, also Fensterputzer, das Mahina, das machst du. Du kannst mit den Fensterputzern labern. Und ich mach was anderes. Haha, ich besorg mir was. Sicher, klar. Sehr gut, denn ich kann mir jetzt gleich vielleicht noch eine Kurzzeit-Sinn besorgen. Ja, was? Eine Kurzzeit-Sinn. Ach so. Vielleicht. Das ist voll gut. Eigentlich müssten wir ja nur wissen, wie das Gerät funktioniert, mit dem die sich hier an den Scheiben fortbewegen. Theoretisch. Na, praktisch ist es aber viel besser, wenn du mal guckst, ob du da nicht einen irgendwie von vielleicht, weiß ich nicht, also sind immer gut Kumpels zu haben und das wäre noch viel besser, wenn man dann, ich meine, die verdienen doch nichts, oder? Und gegebenenfalls kann man denen dann mal ein bisschen Kohle bieten oder so, dass die uns vielleicht mehr helfen. Oder einer von denen, das würde ja reichen. Also ich weiß nicht, ob die zu einem oder zu mehreren arbeiten, aber das wirst du dann ja rausfinden. Sie nickt. Siehst du, hervorragend. Und was mache ich jetzt in der Zeit? Ich wollte mir irgendwann vielleicht später noch was besorgen, weil ich eine Idee habe. 4 Uhr nachts. Ich sag das nur. Schlafen wäre auch eine Option. Aber ich bin gerade voll aufgekratzt. Aber ich kann nochmal was anderes gucken. Sehr gut. Alles klar, ich fahre jetzt auch. Mach's gut. Also, ich weiß nicht, wann du hierher kommen willst und mal gucken willst, aber tagsüber. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wir hören voneinander. Tschüssi! Mahina guckt dir noch so ein bisschen kopfschüttelnd hinterher, guckt sich dann nochmal das Gebäude an und würde sich dann auch auf den Heimweg machen. Gut. Gut, dass ihr jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müsst, weil Billys einziges Auto hatte. Oder Flummis Auto? Nein, Billys Auto. Wir sind doch alle mit dem Auto gefahren. Haben nee, nein, wir sind alle mit deinem Auto gefahren. Huch. Du bist gerade gefahren und hast uns stehen lassen. Warum sagt mir das denn keiner von euch, ihr Nasenbären? Ja, das kann man doch mal vergessen. Die letzte Nacht oder die letzten Nächte waren doch hart für euch. Das stimmt allerdings. Ist egal, dann fährt sie halt so. Und muss ja, laufen, Scheiße. An und so. Jo, und du kannst doch mit der scheiß U-Bahn fahren, Junge. Nee, Junge. Ach so, gut. Junge, komm doch mal zurecht auf dein Leben. Juhu!
Dann pennt man mal ein paar Stunden, vielleicht. Frau auch. Gut. Also, Scheiß Billy Gender will... immer hier. Halt die Fresse. Billy will... Das wird langsam echt ausfallend, oder? Billy will ja Datensuche machen. Was möchtest du machen? Datensuche hast du ja meinen. Achso, hab ich gesagt, ja. Willst du das in der Nacht noch machen oder irgendwann später? Die wird erstmal schlafen, sodass sie sich wieder besser fühlt. Und sobald sie dann aus ihren Albsträumen aufwacht und sich den ersten Kaffee kocht und ein Reistoast isst, aus Soja, wird sie anschmeißen und anfangen und suchen. Okay. Das würde so 4-5 Stunden dauern. Sagen wir mal 4. Du darfst festlegen, wann du fertig bist und du hast so einen richtig fetten Spielabend-Spoiler-Dingens. Du hast jetzt also grundlegende Infos über einen der Hausmeister, also der besseren Hausmeister, die da arbeiten, über so grundlegend, was Zenit da in den oberen Abschnitten macht und was da so ist, und über ein paar der Personen, die dort arbeiten, sowie Stellenausschreibungen. Du kannst dir das mal ganz hier pflegt durchlesen und dann passt das. Achso, und die anderen können sich das gegebenenfalls auch gleich durchlesen, damit du es das dann nicht alles erzählen musst. Es wäre aber vielleicht sinnvoll, wenn du es das dann alles erzählt, weil, ne? Okay. Die anderen Leute, die hier vielleicht gerade zuhören, das nicht lesen können. Wer hört denn hier zu? Ich sehe keinen Zuhörer. Verdammt. Leute, warum sieht man euch nie? Furchtbar. Ach, so meinst du das mal? Ich habe es extra ganz kurz skizziert, was da steht, um das, weil das viel ist, nicht alles. Okay, das macht Billy dann, du hast recht. Du hast vollkommen recht, wie immer. Entschuldigt, ich war gerade eben am Telefon. Schäme dich. Wo ist da ist Großsketch. Ja. Also, Düs, 4 Stunden dauert's. Wann willst du fertig sein? Es geht nur darum, weil ich nicht weiß, wann die anderen irgendwas machen. Ich denke mal, wenn wir um 4 da raus sind, ein sinnvoller Schlaf wäre so bis um 1, sag ich mal. So um 6 Uhr wird sie wahrscheinlich das erste Mal den Gruppenkonf-Call aufmachen. Okay, das heißt, die anderen sind auf jeden Fall noch schneller als du. Nehme ich an. Könnte sein. Weiß ich nicht. Würzelbärchen. Das bist doch du. Ich weiß. Ich würde dann ganz kurz einwerfend die Datensuche den Damen repräsentierend im TS wiedergeben. Das ist damit sehr schön. Was hier? Treffen, Liebsten. Aber sofort treffen. Moment! Ich möchte mir erst noch einen meinte, Posten. 18 Uhr ist da, das ist doch erst fertig, habe ich gehört. Ja, so um 18 Uhr. 18 Uhr? Rum. Ja. Ah, ja, das haben wir schon. Kindchen, wenn wir um 4 da uns treffen. Oh, ich muss noch zu Matrioschka, fällt mir gerade ein. Ha. Ja, gut. So, wir bringen jetzt mal ein bisschen Struktur in die Sache. Billy ist bis 18 Uhr beschäftigt. Flumöse, was machst du von Aufstehen bis 18 Uhr? Na, erstmal zu Matrioschka fahren. Du willst nur sagen, dass du das durchziehst, die Kohle abkassieren und die Wanze bekommen? Richtig. Dann müssen wir das eigentlich nicht ausspielen. Gut. Dann, sonst überhäuft dich wieder mit Mütterlichkeit und du musst dann wieder weinen. Dann wird Jojo sich nochmal die Wanze, was auch immer das ist, zu Gemüte führen, sich das Ding genau angucken. Dann wird sie sich nochmal die technischen Details genau angucken, die man ja mitgeliefert hat. Und dann wird sie sich überlegen, wo man das Ding am besten wie anbringen kann, obgleich sie das jetzt noch nicht ganz gesehen hat alles, um es möglichst irgendwie nicht direkt auffällig platzieren zu können. Okay. Haha. Also, so eine Datenwanze ist ja prinzipiell ein super Gerät, weil das kannst du an jedes beschissene Glasfaserkabel einfach nur dran stecken. Das merkt keiner, das macht keinen Schaden. Wenn du es abnimmst, hast du es halt wieder abgenommen und die zieht einfach Daten davon mit. Man braucht bloß dein Know-how, weil bei so einem Sendeschrankgerät, fettes Ding of Death, musst du erst ein paar Bauteile vorher abnehmen und zwar möglichst ohne, dass es auffällt und so weiter. Und dann das richtige Glasfaserkabel erwischen und die Beschreibung ist komisch und da musst du vielleicht noch irgendwas und bla und Kabel beiseite schieben und vielleicht eins umlegen und was weiß ich. Also prinzipiell ist es nicht wirklich kompliziert, du weißt, was du machen musst. Also könnte es auch eigentlich jeder Trottel machen. Eben nicht, du musst ja erstmal den Schrank und so weiter. Also da ranzukommen ist nicht so einfach, da brauchst du auch ein bisschen Werkzeug. Ich glaube, ich hatte gesagt, irgendwie so... Nicht mal Handtaschen, viel Werkzeug. Genau, ich hatte gesagt, so eine Bauchtasche voll Werkzeug brauchst du. Ja, eine Assi-Tasche dann, hast du gesagt. Und das Dranstecken, das kann dann tatsächlich jeder. Und ich habe bestimmt nicht gesagt Assi-Tasche. Doch. Mist. Die White Russians haben nichts gegen Assis. Ich schon. Nur was gegen Bauchtaschen.
Ja. So, Punkt 1 erledigt. Du sagst dir allen, dass es losgeht. Du kriegst deine 1000 Ocken und das Gerät. Gut. Dann, wie spät, also wie lange dauert denn das alles? Ja, wann willst du denn aufstehen? Das dauert, also hin und zurück. Pennt eh nie so lange. Ja, hier, du brauchst ungefähr 40 Minuten für Matrioschka. Ach so, ja, dann habe ich ja noch ganz viel Zeit. Dann zieht sie sich mal etwas unauffälliger an. Und fährt da nochmal irgendwo in die Nähe hin. Also fährt da nochmal hin und guckt sich das nochmal an. Ja, das soll wann sein? Um welche Uhrzeit? 15 Uhr. Okay. Tja, dasselbe Bild wie gestern und so bietet sich dir. Ja, aber jetzt kann man da ja nochmal reingehen, mal in Ruhe. Man sieht mal, was da tagsüber los ist. Wir waren ja nur spät abends da. Ja, am Tag ist es einfach weniger befüllt als in der Nacht. Einfach, weil viele noch nicht frei haben. Deswegen hat das Ding ja bis 4 Uhr auf und erst 12 Uhr wieder, weil halt, ne? Und so weiter. Ja. Ansonsten aber nichts Spezielles. Okay, wenn sie sich das alles tagsüber nochmal angeguckt hat, damit sie nämlich vielleicht auch mal abchecken kann. Wir haben ja schon mal ein bisschen nach Sicherheitskameras geguckt und bla und was auch immer, aber das kann sie ja jetzt nochmal machen. Einfach, weil es immer gut ist, was zu wissen. So, und dann wird sie irgendwann wieder rausgehen und ich weiß nicht, gibt es da in der Nähe irgendwo ein Café oder irgendwas anderes, wo man sich mal hinsetzen kann? Ja, es gab ein teureres Café, habe ich gesehen. Da muss man dann wahrscheinlich auch mit, ohne Credstick geht nicht. Gut, lassen wir das. Na, du hast noch... Oh, du könntest dich noch im Tré-Chic-Cosmetics auffallen. Ja, ganz bestimmt. Das ist quasi Aztec Rossmann of Death. Das ist nicht wirklich Tré-Chic, sondern das ist billig Kosmetik und hier so ein Gedöns. Badezusätze und lauter so ein Scheiß. Ah, muss man da eine Sinn haben, um zu bezahlen? Das wäre schon ein Vorteil, ha? Ja, warum sagst du mir das dann? Nein? Fällt auf. Du musst ja nichts kaufen. Ich habe gesagt, du kannst dich darin aufhalten. Es fällt bestimmt nicht auf, wenn du 5 Stunden in so einer Art Rossmann rumhängst und deine Lippenstifte vergleichst. Nicht. Gut, war ein netter Versuch. Lassen wir das. Aber jetzt könnte man ja vielleicht zumindest schon mal sich mal so angucken, was jetzt außen um das Gebäude herum los ist und wie so die Straßenverhältnisse sind etc. pp. Also ist da tagsüber tatsächlich weniger los als nachts, ne? Ja. Also in dem Gebäude speziell drumrum, ja, du hast ja, was hab ich gesagt, ganz viele Elektroautos und mäßig Verkehr. Hast halt relativ viele Werbedrohnen und so ein Scheiß und Spielzeugdrohnen. Also Verkehr ist jetzt nicht so krass. Hm. Und drumrum ist, also um das Gebäude so in der Umgebung, hast du halt schon auch, ja, normales Klientel, arbeitende Menschen, BTL-Dealer höchstwahrscheinlich, so wie du das so raussiehst und also was man da halt so hat. Wir treffen uns und Billy ernsthaft? Wir wollten uns jetzt direkt, ich glaube nicht, dass wir uns direkt treffen. Nee, Jojo war auf jeden Fall noch an dem Dingenskirchen und hat geguckt und da hat sie gesagt, was abging. Aber sie hat festgestellt, dass sie da nicht ewig rumgeistern kann. Und sie hat eine Idee, aber die Idee bringt erstmal noch nichts. Darum muss sie warten, bis Billy soweit ist. Okay, aber dann haben wir ja immer noch hier die andere Frau. Richtig. Die andere Frau vermutet mal, dass Fensterputzer relativ früh anfangen und würde sich jetzt abends nochmal einen beobachtenden Posten suchen, irgendwas, wo man ganz gut gucken kann. Dann würde ich naja, das ist halt das teurere Café oder Tré-Chic Cosmetics. Na gut, es gibt noch eine Monorail-Station. Also wenn du 5 Stunden in der Kälte draußen auf einer Monorail-Station warten willst, geht das auch. Nicht 5 Stunden, aber ich werde in den frühen Morgenstunden da auf jeden Fall wieder Position beziehen, weil ich von den Fensterputzern erstmal nur beobachten und scannen möchte. Will die jetzt nicht instant anlabern. Was sind denn frühe Morgenstunden bei dir? 4 Uhr. Zwischen, nee, insgesamt zwischen 4 und 6 ungefähr. Gut, lasse mich mal kurz gucken. Aha. Also Punkt 6. Schlagen dort mehrere Wägen auf, nämlich 5 Stück. Wo jüngere und ältere Menschen, zum Teil Meta-Menschen, keine Zwerge, keine Trolle, aussteigen, sie putzen den unteren Teil des Gebäudes halt mit so Wägen, mit so einer hochdingsbaren Plattform und dann müssen sie ganz
umständlich von oben vom Dach so eine fette Plattform runterfahren lassen, dann umsteigen von ihrem Wagen auf das Scheißding und dann dort weiter putzen. Von denen, die da oben rumkraxeln, die möchte ich mir auf jeden Fall mal genauer ins Auge fassen. Die möchtest du dir ins Auge fassen? Sorry. Nein, das ist verdammt weit weg, ne? Also ich meine, Fensterputzen findet ja an einer gewissen Höhe statt. Auf jeden Fall so, dass ich mir die Leute merken kann. Okay, ja. Weil die machen ja auch irgendwann Feierabend. Das ist richtig. Willst du dann die ganze Zeit dort warten? Also ich meine, Mahina kann nicht abschätzen, wie lange die brauchen, um so Fenster zu putzen. Nach der ersten halben Stunde sieht man halt ungefähr, wie so der Fortschritt ist, aber ja, man weiß ja nicht, wie das so ist. Ja, das ist richtig. Ich würde die da schon eine Weile beobachten, bis ich mir da ungefähr ein Bild machen kann und würde dann da ein bisschen rumschlendern und irgendwann dann, ich würde den Moment gerne abpassen wollen, wenn die Feierabend machen und die werden da ja jetzt, oder Pause. Wirf mal bitte Intuition und Sneaking. Ja, Moment. Das sind mal schlank drei Erfolge. Schlank drei Erfolge? Also hätte sie gesagt, adipös drei Erfolge wäre es ja cool gewesen, aber schlank. Okay. So fett finde ich die jetzt nicht. Aber auch nicht so schlecht. Ach so, okay. Ich musste ganz kurz überlegen, aber naja. Punkt 12 Uhr sind die fertig und fahren runter. Dann öffnet auch dieses ganze Gebäude wieder. Du wolltest, was? Die Schwächsten und Labilsten wolltest du dir raussuchen. Inwiefern die Schwächsten? Also das sind halt Leute, die früh um 6 anfangen, harte körperliche Arbeit zu verrichten, während sie in einer gewissen Höhe ohne Sicherung mit einer Wasser und Seife umgehen und dabei ihre halbe Plattform voll tropfen und dann relativ geschäftig wieder zu diesen Bägen gehen. Unterschiedlichen Alters, die sehen alle relativ verbraucht aus. Es gibt 2 Jüngere, die sind so ungefähr Anfang, Mitte 20. Der Rest ist schon älter. Ja, ich würde schon bei den 20-Jährigen, glaube ich, bleiben wollen. Gut. Das sind übrigens alles Männer. Also du hast einen 20-jährigen Ork und einen ungefähr 20-jährigen Ork und einen ungefähr Mitte 20-jährigen Menschen. Da nehme ich doch mal ganz rassistisch den Menschen. Oh, wobei, nicht unbedingt. Sind die beiden dicke irgendwie oder gehen die unabhängig verschiedene Wege jetzt so? Die haben alle an unterschiedlichen Stellen geputzt und gehen auch unterschiedliche Wege zu, also das heißt Wege, die fahren ja bloß runter, steigen wieder oben, gehen auf ihr Auto-Dingens da und würden dann auch einsteigen. Das heißt, du hast halt ein bisschen Zeit, dich auf einen Zug zu bewegen. Die scheinen aber, also als sie ankamen, haben ein paar Worte miteinander verloren, aber es wirkte nicht wirklich freundschaftlich, sondern so, jo, moin, was geht, ah, Wetter, scheiße, toll, Arbeit. Ich glaube, ich würde doch zu dem Ort gehen. Okay. Ich bräuchte kurz noch einmal bitte eine Information, was du für Kleidung trägst. Ungefähr, ich brauche keine Bilder. Ich hätte dir auch gerne meinen Kleiderschrank geöffnet, kein Thema. Nein. Ja, aber Frauen, die mir ihre Kleiderschränke öffnen, da wäre ich immer, das wird mir suspekt. Ja, so Pippi ist Mahina auf jeden Fall. Es ist ein bodenlanger schwarzer Rock mit so ein bisschen Spitze, Gerüsch, gepüfft, aber nicht so wirklich weitstehend, sondern eher so flatterig. Dazu dann ein geschnürtes Oberteil mit so Fledermausärmeln und doch ein bisschen was an Dekolleté. Da hängt auch eine hübsche silberne Kette mit einem Mondanhänger dran. Und sie hat aktuell ihren Steampunk-Mantel, den sie drüber trägt. Okay. Gut, du kommst auf den Ork zu. Er verstaut gerade noch sein Putzzeug auf dem Beifahrersitz. Ja, und guckt da mal ganz kurz in deine Richtung, schiebt das Kinn etwas vor, wendet den Blick dann wieder ab und ja. Ich würde ihn mal angrinsen und weiter auf ihn zugehen. Hi, kennst du dich hier zufällig aus? Naja, so einigermaßen, was wirst du? Ich bin relativ neu hier, ich habe keine Ahnung. Wüsstest du, was man feiern gehen könnte? Ich muss zu meinem Zweitjob feiern, Alter. Feiern, sehe ich aus wie jemand, der Geld für Feiern hat. Ich muss zum Zweitjob. Mahina zieht meine Augenbraue hoch und mustert ihn mal eingehend. Wenn er so auf dem Sprung ist, dann soll er ziehen. Gut. Er wirft dir nochmal einen Blick zu, der ein winziges bisschen von Herr Abscheu ist übertrieben, aber Geringschätzung zeugt. Geringschätzung ist ein schönes Wort. Dann steigt er auch in seine Karre und düst davon. Tatsächlich siehst du noch, während er den Motor anlässt, das geht ja dann alles über, wie er sich eine Jacke anzieht, die ihn als
wie nennt man das, Frittenfettwegschaffer bei Maslenica ausweist. Nom nom nom, ich drehe mich mal um. Ist der Mensch, der Kerl noch da? Ja, muss du dich auch ein bisschen beeilen. Mit einem knielangen Rock und nee, fußlang war der. Bodenlang gewähnt, bitte. Ja, doch, das ich würde mal zügig besser auf ihn zugehen. Ja, der darf sich auch gerne ein bisschen wehend bewegen. Wobei ich jetzt nicht unbedingt rennen wehend würde. Dann müsstest du das Röckchen ja auch raffen, das wäre unschicklich. Right. Ja, der sitzt gerade auf dem Fahrersitz und zündet sich noch ein schönes Kippchen an. Ja, dann würde ich mal, während ich auf ihn zugehe, schon mal flink eine Zigarette aus meinem Täschchen rausnesteln und dann im auf ihn zugehen mir die Zigarette in den Mund schieben mit einem, du hast nicht zufällig Feuer, oder? Mit einem breiten Grinsen. Klar. Klar habe ich Feuer. Schmeiß dir das hin. Ja, elegant auffangen, anmachen, zurückwerfen. Was rauchst denn du da? Zigaretten. Ja, was ist denn das für eine Marke? Jetzt müssten mir russische Zigarettenmarken einfallen. Ravel. Lungentod. Ich fand meine Marke toller. Ich hab deine nicht verstanden, tut mir leid. Ja, das ist, weil du mir immer reinplappern musst. Halt die Fresse und sag's nochmal. Moment, nein, das funktioniert nicht. Ist das eine Lady-Zigarette? Nee, mit so einem schönen Mundstückchen weiße. Ja, ja, bei Billy, bei Mahina, darum geht's. Nein, Mahina raucht ohne Zigarettenspitze und irgendeine normale Zigarettenmarke. F9. Oder so. Ende 25. 42. Dann bitte 42. Ich rauche 42. Ihr könnt es auch deinlich ja machen, dann rauche ich Black Bass. Nee, 42 finde ich sehr in Ordnung. Hab ich ja nie gehört, das Kraut. Schmeckt das? Das ist die Antwort auf alle Fragen, zumindest wenn man das Richtige beimischt. Sie grinst und zwinkert mal. Ach so. Na dann. Du scheinst dich hier ein bisschen auszukennen, oder? Ja, geht so. Wieso denkst du das? Du arbeitest hier. Ich bin noch nicht wirklich lange hier, von daher dachte ich, vielleicht hast du eine Idee, wo man hier feiern gehen könnte oder was man hier so machen könnte. Boah, du, da hab ich keine Ahnung. Nein, ich wusste gar nicht, dass sie hier überhaupt feiern. Also ich meine, das sind doch hier voll die ganzen Nerds, die nur auf Laptops gucken, die machen da bestimmt nur AR-Partys oder so, keine Ahnung. Also in Schofringo, da kann ich dir was Geiles zeigen zum Feiern. Oh, das klingt cool. Wo ist das denn? Er nennt dir eine Straße. Flummi, wie hieß nochmal deine geile Biker-Kneipe? Das Drift. Oh. Er beschreibt dir das Drift. Mit heißen Schlitten und geilen Kamm. Das sagt mir wahrscheinlich nicht wirklich was, oder? Nee. Klingt aber da muss auf jeden Fall hingehen. Dass... Ja, also sollst du dich auf jeden Fall mal umziehen. Aber hast du ein Motorrad? Nein, aber Leder kriege ich hin. Gut. Da musst du mal vorbeikommen, das ist eigentlich immer relativ entspannt. Da hängst du auch öfters rum. Boah, halt ab und zu mal, wenn ich Kohle gerade habe und wenn ich gerade frei habe, was es nicht so oft vorkommt, aber ab und zu halt schon mal. Wie wär's, wenn ich dich auf ein Bier einlade für den Tipp? Na, super wäre das. Also da drüben ist ein Maslenica, da kannst du auch Bier kaufen. Nein, so funktioniert das nicht. Das Bier gibt's ja für den Tipp und ich muss ja erstmal gucken, ob er gut ist. Also würde ich sagen, wir treffen uns heute Abend da. Ach so, na du, heute Abend sieht's ganz schön schlecht aus. Vielleicht übermorgen oder so. Schwer beschäftigt hier alle. Ja, was denkst du, was wir verdienen? Es lohnt sich, vielleicht springt mehr raus als ein Bier. Er hebt eine Augenbraue. Mit mir feiern gehen ist lustig, glaub mir. Ach so, na, wenn du so eine bist, die irgendwie dann mit Geld um sich wirft, dann sollst du vielleicht nicht unbedingt ins Drift kommen. Das finde ich so geil. Ich hab nicht vor, mit Geld um mich zu werfen, aber... Ich denke, wir können uns auf jeden Fall einen lustigen Abend machen und ich denke nicht, dass du es bereuen wirst. Okay. Übermorgen? Ich also bin so ungeduldig und mir ist so langweilig. Komm, lass uns doch heute Abend weggehen. Ja, es ist ja schön, dass dir langweilig ist, aber ich habe noch eine Familie zu ernähren. Was erwartest du, dass wir irgendwie Geld... Ich meine, ist ja super, wenn ich mal richtig schön mit jemandem feiern gehen kann und wenn du sagst, es lohnt sich, na, dann ist da bestimmt super Stimmung und vielleicht gibst du mir ein Bier aus und das ist ja alles pralle, aber davon kriege ich ja den Job da nicht wieder. Also übermorgen Abend habe ich Zeit und vorher ist halt echt nicht cool.
Du könntest mir auch schon ein bisschen früher helfen und für das Kistenschleppen in meine neue Wohnung kriegst du ein bisschen Kohle von mir und kannst du für deine Familie sorgen? Hä? Wie viel Kohle soll man denn fürs Kistenschleppen kriegen? Außerdem, ich habe feste Jobs und wenn ich da nicht auftauche, dann ist das einmal Kistenschleppen. Wenn du mir dann nicht irgendwie, weiß nicht, 3000 Yen oder sowas gibst, dann ist das irgendwie ein schlechtes Geschäft. Verstehst du, was ich meine? Also ich meine, ich habe nichts dagegen, mir was dazu zu verdienen. Wenn du sagst, am übermorgen Abend lieber Kisten schleppen statt Bierchen und du bringst mir ein Bierchen mit, das ist ja geil, mach ich gerne mit, richtig gerne. Geld, super, freue ich mich, Kisten schleppen, easy, was soll denn da groß passieren? Verlierst ja keine Milz oder so. Aber, oh Gott, der war schlecht. Aber ich meine, ziemlich. Ich kann halt nicht. Okay, dann sehen wir uns übermorgen. Gut, also ein bisschen 22 werde ich da bestimmt auf jeden Fall da sein. Ja, er kriegt nochmal ein charmantes Lächeln und dann zieht sie auch von dann. Was war es? 42? 42. Und ist das teuer? Ich bringe dir eine Schachtel mit übermorgen. Sehr geil, alles klar. Wie heißt du? Das letzte habe ich akustisch nicht verstanden. Wie heißt du? Ich bin Mahina. Sie grinst ihn an. Bello. Ja, ich weiß. Ist übermorgen. Ich hinterfrag das vielleicht übermorgen. Sie grinst ihn breit an. Ja, das kann man machen nach dem ersten Bierchen. Mach's gut. Bis denn und lass dich nicht stressen. Guter Witz. Er wirft seine Plüschtummel weg und setzt sich hinter das Steuer und fährt dann auch los. Mahina gähnt ausgiebig und macht sich auf dem Weg zurück nach Hause, um noch 2-3 Stunden zu schlafen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Also ich meine, erst so eine Nacht mit Orangen und so und dann nochmal so eine Nacht mit Tod und Verderben, das ist schon anstrengend. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal schlafen. Du wirst dann vermutlich 18 Uhr, ich sage jetzt sanft, aber meine es nicht so, von deinem Comlink geweckt, was rappappelt, wenn Billy die Gruppenkonferenz aufmacht. Das Problem ist wahrscheinlich eher, dass das Rappappeln nicht aufhört, obwohl ich es ignoriere. Das wird es auf keinen Fall, leider. Dann wird sie nach unendlich gefühlten Minuten irgendwann rangehen, aber das Einzige, was man von ihr hört, ist wahrscheinlich nur ein Warte, 18 Uhr. Voll Billy-like, warte. Ich muss mich erstmal schön auf die Hämorrhoidenschaukel setzen. Erstmal ein kleines Zeppelin abschießen. Yeah. Mädels! Schnucki! Häschen! Habe! Ist Mahina noch am Schlafen? Mahina, geh aus dem Bett raus. Du siehst ja aus, du hast die ganze Nacht in der Falte geschlafen. Du hast hier fett die Gesichtsfalte. Mahina zieht sich die Decke übers Gesicht. Wie, Kamera? Wie, Bild? Moment. Hups. Mahina versucht, die Bildübertragung zu beenden und nur eine rein ausschließliche Tonverbindung aufzubauen. Es gelingt dir nicht. Hey, das war mein Satz. Ja. Deswegen sage ich es ja stellvertretend für dich. Jedes Mal, wenn du den Button drücken willst, verschwindet er vor deinem Finger und taucht woanders auf. Oh, Billy, bitte, ich bin so müde. Jetzt nicht auch noch mit mehr. Mahina zieht die Decke nicht mehr zurück, sondern man sieht jetzt nur noch einen sich bewegenden blauen Deckenhaufen im Bett. Wann bist du denn ins Bett? Vor 2-3 Stunden oder so. 2-3 Stunden? Wir können uns jetzt gleich treffen. Ich wollte auch sagen, es geht los hier, oder? Irgendwo nah im Subjeda zum E-Tower. Oder? Was genau wollen wir denn da? Was, sag mir bloß, du bist nicht Wir können hungrig. Uns auch bei mir treffen, wenn ihr wollt. Das ist für Mahina gleich um die Ecke, dann kannst du aus dem Bett rausschmeißen. Richtig. Ja. Ist alles gut. Das jetzt, also, ist das der Plan jetzt, ja? Ja, bei mir treffen, los, kommt alle vorbei. Ich komme. Gleich. Also ja. Meister, Meister, da steht nicht zufällig ein Kaffeeautomat auf dem Weg von meiner zu ihrer Wohnung, oder? In Ojo deiner hat einen Wohnung Kaffeeautomaten. Und in ihrer Wohnung. Dann möchte ich mir eine Tasse in meiner Wohnung machen und mit der heiß dampfenden Tasse in weiteren Klamotten irgendwie zu Jojo rüberstapfen und an ihre Tür klopfen. Selbstverständlich. Übrigens findest du nicht nur Kaffee, sondern auch leckere Fanta. Du Arsch. Ich hasse dich echt, ich hasse dich so sehr. Wenn ich dann welche will, dann ist dein Automat später leer, richtig? Natürlich. Die Ratten haben das dann aus ihrem Kühlschrank getrunken. Die Teufelsrädchen. Also, dampfender Kaffee, weite Klamotten, passt. Knock, knock, gut. Knock, knock. Hallo! Die Tür wird aufgerissen. Guten Morgen. Mahina sieht noch so ein bisschen verwurschtelt aus. Oh, Marshmallows? Ich hab grad frische gemacht. Nur für einen Kaffee ein. Okay.
Marshmallows gehören aber in Koko, also sprich in ich habe auch Kakao da. Ja, und genau. Ich habe Kaffee und Kakao, ich kann ja auch beides mischen und dann gibt es Marshmallows dazu. Ich habe auch richtiges Essen, also außer Marshmallows, wenn du was willst. Und Kaffee. Super, danke. Hier sie ist, drückt dir ihren Kaffeebecher in die Hand, geht irgendwie Zombie-like an dir vorbei und lässt sich aufs Sofa plumpsen. Ey, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich dir was zu essen mache. Du musst dir schon selber was zu essen machen. Nein, aber Kakao-Marshmallow-Kaffee. Ey, du bist die Bitch hier. Ab in die Küche. Vibe. Christ. Was? Du hast mir gerade einen Kakao, Kaffee, Cappuccino und Marshmallow. Oh Mann. Mach mal bitte, ich werd gerade wach. Du bist bitte. Die Bitch hier, ab in die Küche. Das ist doch deine Wohnung. Ja und? Jeder, der hierher kommt, bedient sich einfach. Ah, ist ja gut. Ja, sie guckt nochmal so ein bisschen mit Köterblick und... Hä, Köterblick? Was soll denn das hier? Sonst gib mir einfach nur meinen Kaffee wieder. Alter, bist du ein Weichei. Und dieser Hundeblick, den kannst du dir direkt mal abgewöhnen. Nein, diesen Hundeblick kannst du dir direkt mal abgewöhnen, Mädel. Das zieht einfach nicht. Es zieht nicht. Ich bin erst aufgestanden. Nee, das ist ein... Oh, ich bin so süß. Das klappt nicht. Jojo, geht in die Küche, gießt dir einen Kaffee ein, bringt den Kaffee. So, das ist das höchste der Gefühle an Gastfreundschaft, das ich aufwenden kann. Und Vorsicht, der Löffel steht. Ich bin zutiefst im Dank verpflichtet. Sie hebt ihre Tasse und trinkt einen Schluck. Schmeckt. Nach Kaffee-Ersatz. Der Löffel Viel steht. Ersatz. Soy-Kaffee. Mehr Soy als Kaffee. Okay, anders. Du merkst, als der erste Schluck deine Kehle herunterrinnt, dass dein Herz explodieren möchte. Oh, ist das Nova-Kaffee? Klar. Hosse. Ja, sie reibt sich nochmal so über die Augen. Okay. Wer braucht schon Schlaf? Ja. Was ist los? Hast du was gesagt? Hallo? Jetzt weiß ich wieder nicht mit den Wochentagen. Gestern war Donnerstag, ne? Freitag. Samstagabend treffe ich mich mit dem Typen, oder? Nee, es ist immer noch Donnerstag, weil als du um 4 Uhr morgens... Nee, sie meint, wann sich mit ihm trifft, dann ist das der 27. der Samstag, an dem du dich mit ihm treffen willst. Ich hätte am Samstag ein Date. Cool, mit wem? Dem Fensterputzer. Na dann, viel Spaß. Der braucht auf jeden Fall Kohle. Na dann, wo geht denn ihr hin? Marina kratzt sich mal so ein bisschen. In Sokol, glaube ich, hat er gesagt. In eine Biker-Bar, wie hieß sie doch gleich. Entschuldigung. Das hast du gerade eben Ciafrino gesagt. Ja, ich glaube, ich dachte Ciafrino. Oh ja, richtig. Entschuldigung, auf Playbra. Ja, Ciafrino. Okay, na dann. Ich überlege mal, komme ich noch auf den Ladennamen? Ja. Das Drift vergisst man aus irgendeinem Grund nicht. Oh ja, vermutlich, weil du vorige Nacht so weggedriftet bist. Ach, das Drift! Kennst du den Laden? Ja klar, ich kenne auch den Barkeeper. Klingt, als wäre es ganz cool da, hm? Ich mag's, aber halt eher, weil es entspannt ist und weil halt ein paar von meinen Bekannten öfter da rumgeistern. Na, vielleicht kennst du den sogar auch. Den Typen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin da jetzt nicht mehr so oft. Ich war früher öfter da, aber so manchmal halt. Ist halt irgendwie eine Kneipe, in der die Gang öfter mal abgeistert, aber das passt schon. Du solltest dich aber umziehen, wenn du dahin willst. Das hat er mir auch schon gesagt, aber ich habe auch ein bisschen Leder im Haus, das kriegen wir hin. Okay, richtiges Leder? Ja. Das solltest du nicht anziehen. Warum? Teuer? Nein, also nicht Lachs, sondern Leder, nicht echt von Tieren, aber... Okay, Synthetikleder. Ah, gut. Jetzt sprechen wir eine Sprache. Gut, läuft. Okay, ja, der Laden ist ein bisschen ruppig. Vielleicht gehe ich auch einfach hin. Aber wir müssen ja nicht zusammengehen, aber vielleicht gehe ich einfach hin. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr beide auch da wärt, weil ich nicht so genau weiß, was ich sonst... Also ich meine, der Plan und so. Billy und mich kennt Dimitri auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob doch an Billy erinnert sich Dimitri auf jeden Fall noch. Ich kenne Dimitri zwar locker, also ich weiß, wer er ist und ich habe ein paar Mal mit ihm gequatscht, aber ne, wie es halt so ist. Und mal gucken. Läuft. Es wäre eigentlich besser, wenn wir unabhängig voneinander dahin gehen und nicht vielleicht zusammen auftauchen und dann weiß ich nicht, ob Billy da nochmal hin will. Die war letztes Mal nicht so glücklich da. Was? Die hat dort ein ganzes Glas voller Jägermeisterverschnitt bekommen. Das stimmt. Die war sehr glücklich, wenn ich mich erinnere. Wir können uns da ja so ganz zufällig treffen. Ihr hört von Weitem eine Hupe ertönen. Da ist sie schon, da ist sie schon, meine Göttin. Jojo rennt runter. Ah,
Ach, was ist das wieder für ein scheiß Wetter heute hier? Einmal mit Profis arbeiten. Nicht wahr? Ja. Mahina wehst schon oben auf der Couch vor sich hin. Hast du mir einen Kaffee gemacht? Ich hab Kaffee, selbstverständlich, hallo? Ich hab Kaffee gemacht, natürlich hab ich Kaffee gemacht. Frechheit. Das, wieso Frechheit? Geht, weil, ich sag das jetzt einfach so, Frechheit. Alter Scheiße, die ganze Nacht habe ich mir in die Ohren geschlagen. Ich hab schon dunkle Ringe unter den Augen. Das sieht man gar nicht. Ja, ich hab so guten Abtupfpuder hier auf die Augen wieder getupft. Oh Gott, ihr seid beide solche Bitches. Ja, das würde dir auch gar nicht schlecht tun, wenn du mal duschen würdest. Ich bin komplett ungeschminkt gerade. Wenn wir zur Soiree gehen, Mädels, dann werdet ihr mal richtig aufgepimpt. Zur Soiree. Soiree, meinst du? Nein, zur Soiree. Das heißt Soiree. Soiree, alles klar. Ich bin doch schon auf dem Weg, Mensch. In High Heels rennt man nicht. Man stolziert. Nein, man stackst. Billy stackst nicht. Billy ist eine der wenigen Frauen, die nicht stackst und dabei ihre Beine nicht komisch verbiegt oder eben nicht verbiegt. Billy ist eine Frau, die in High Heels geboren wurde, obwohl sie damals noch genetisch und jetzt immer noch ein Mann war. Billy ist eine Frau, die auf High Heels nicht nur diesen High Heel Run von Moskau gewinnen kann, sondern die damit einem Großdrachen wegrennt, wenn sie will, durch den Dschungel. Wir wollen mal kurz festhalten, nur weil Jojo zu behindert ist, mit Schuhen zu laufen. Billy hat drauf. Mit High Heels zu laufen, mit Schuhen kann sie laufen. Ja, Billy hat's drauf. Jojo kann damit nur auf die Fresse fliehen. Ja. So. Setz dich, Kaffee ist danke. In der Küche wie immer. Gut, ich mach mir einen Schuss rein. Lecker. Schon wieder? Immer. Was denn für ein Schuss? Also was willst keine du? Keine Ahnung. Warte. Ach, du möchtest was Besonderes mir geben? Na, Wodka ist in der Gefriertruhe. Dann habe ich... Da wird ja mein Kaffee kalt. Rum nee, lass mal, okay. Ist im Schrank. Whisky ist auch im Schrank. Oh, Whisky ist sehr schön. Kommt ein Schuss Whisky in meinen Kaffee. Gut. Jetzt ernsthaft schon zum Frühstück damit an? Ich nicht. Es ist 6 Uhr abends. Nein, es ist schon halb 8, halb 7 meine ich. Es ist nicht frühen Morgen, nur weil du aufgewacht bist, du Pillentante. Wie siehst du denn eigentlich wieder aus? Werden. Ja, ich bin Ticket zum Sandmann. Und ich bin nicht aufgebrezelt. Es tut mir leid, Marina, wisch dich nochmal so übers Gesicht. Das ist unserer Familie nicht würdig. Junge Dame, ich möchte jetzt, dass ich sofort, aber auf der Fußsohle umgedreht, wird jetzt hier erstmal War-Make-up aufgelegt. Aber das ist gerade so kracht hier. Und denk dran, wo nicht glatt ist, kannst du rennen. War-Make-up. Okay, Mahina stupst mal so mit beiden Fingern in den Aschenbecher und zieht sich mal so von der Nase zur Schläfe zwei Streifen so über die Wange. Pfft. Reicht das an Tarn? Der Aschenbecher ist eine alte Bierflasche. Na, da kann sie ja oben am Rand schön den Mock... Noch mal kurz auf die Finger geascht, das wird ja nicht das Problem sein. Ach klar, du kannst auch oben einfach kurz mit einem Finger in den Flaschenhals, da ist schon genug Mock dran für alle. Es riecht jetzt überall, wo du dich hinbewegst, weil es halt an deinem Gesicht klebt, ein wenig noch Gras. Oder ein wenig mehr. Ja. Ganja und Gaia umwirken mich, hurray! Gut. Na, was habt ihr gemacht? Und man sieht offensichtlich, dass es Billy brennt, drauf loszulegen. Vermutlich weniger als du. ich habe den Job jetzt klar gemacht. Ich habe unsere Anzahlung. Jojo hält einen Credstick hoch. Und Anzahlung? Ja klar, hab ich doch gesagt, wir kriegen 1000 als Anzahlung. Hast du das gesagt? Habe ich wieder vergessen. Ja, das habe ich gesagt, selbstverständlich. Als ob ich euch sowas vorenthalten würde. Würdest du? Was? Hallo? Ja, komm. Was soll das denn heißen? Naja, und ich habe weiterhin das Gerät bekommen, was wir auch anbringen sollen. Und ich habe mich damit ein bisschen vertraut gemacht und habe mir den ganzen Technik-Schnickschnack nochmal angeguckt, was da noch alles gemacht werden muss und wie ich das alles vielleicht am besten machen kann und so. Und dann bin ich da nochmal hingefahren und bin auch nochmal drin gewesen und habe nochmal geguckt, weil irgendwie ist es da tagsüber derbst leer. Das glaubst du gar nicht, wie leer das da drin ist. Die haben alle noch nicht frei, deswegen wahrscheinlich. Und dann habe ich noch geguckt, aber da gibt es irgendwie nichts außer teuren Cafés und irgendwelchen komischen Sachen, wo ich nicht hin kann, weil ich ja noch keine Sinn habe. Und ich habe voll die gute Idee, auf jeden Fall, heißt voll die gute Idee? Naja, ich möchte eigentlich vielleicht gerne mal mir eine Kurzzeit-Sinn besorgen und mal gucken, ob ich da nicht irgendeinen Aushilfsjob als Hilfshausmeister-Gehilfe-Dingsbums finde oder so, weil das ist bestimmt voll gut. Pass auf, da spielst du mir jetzt gerade in die Karten rein, Hase. Soll ich? Bühne frei für Sibylle. Also pass auf, ich habe mich mal drum gekümmert, ne?
ihr zwei, hört zu. Ganz wichtig. Wir hören. Ja, hört. Höret und... Warte, ich hol mir noch schnell Marshmallows. Meine Güte, dir wird noch schlecht irgendwann von deine Zucker. Mir wird nicht vom Marshmallows, es wird mir nie schlecht. Komm mal her zu mir, komm mal her. Und sie zwickt dir so in den Lendenspeck, quasi in den Marshmallow deiner Hüfte. Da kommt's schon, siehst du, der ganze Zuckertreck da, der steckt schon hier. Du wirst noch breiter, als du hoch bist, Kleine. Das passt schon. Sonst beschweren sich immer alle, dass ich zu schmal bin. Deswegen versuche ich ja mehr zu essen. Na gut, okay. Naja, hat ja ungefähr so viel Nährwert wie... keine Ahnung. Also, pass auf. Hast du jetzt deinen Kaffee und deine Marshmallows? Na klar. Gut. So, erstmal ein Stückchen Kaffee hier. Gut. Also, ist nicht so einfach. Ist alles nicht so einfach. Stadtverwaltung und, Achtung, Rabutnik haben die Gaswasser-Scheiße dort installiert. Das heißt also alle Havoc-Sachen, also sprich alles, was mit Heizung und Airconditioning und so weiter zu tun hat, kostet wohl mich ein bisschen mehr Arbeit, daran zu kommen. Aber natürlich kriegt man alle möglichen Verkaufsbereiche Informationen, wenn man dort sind. Aber das haben wir ja schon mehr oder weniger auf dem Radar. Das ist ja kein Problem, das interessiert uns ja alles nicht. Pass auf! Im 17. Stock ist die Verwaltung, das PR-Management, die Umkleide fürs Personal und die kleine Cafeteria sowie Toiletten vom guten Zenit. Im 18. Stock haben wir den Schnitt von den Sendungen, die Produktion sowie die Special Effects und etwaige kleinere Schulungsräume der Leute, die da arbeiten. Im 10. Stock haben wir 10 Studios. Also da nehmen die irgendwelchen Scheiß auf, wobei, da kommen wir gleich noch dazu. Und im 20. Etage, ich glaube, da ist unser Goldstück begraben, weil da ist nämlich der Server und der die Sendeanlage. Home sweet home. Ja, so nach dem Motto. Home sweet home Alabama, baby. Ich mag das. Weißt du, wie cool das ist, wenn du dich durch so ein Bündel an Kabeln wühlen musst? Das ist so geil. Das hört sich jetzt irgendwie pervers an. So bondage-mäßig. Das ist auch so geil, aber... Achso, ja, finde ich auch. Ja, aber sich durch so ein Kabelmeer durchzuwühlen und erstmal das ist so cool. Das ist so cool. Vor allen Dingen, weil du so viele Möglichkeiten hast, weißt du? Und wenn du dann überlegst, du kannst das Kabel mal rausnehmen und das da reinkommen und dann passieren ganz tolle Sachen. Ist ja schon gut. Du bist gemein, erzähl weiter. Gott, bist du langweilig. Also, aber die ganzen Informationen über den Scheiß von Datentechnik und so weiter, das war ja schon auf dem Chip, den du von Matrioschka bekommen hast, ne? Ja. Soweit ich das noch gesehen habe. Ich werde hier diskriminiert. Natürlich, du bist ja auch ein wackelnder, laufender Zwerg. Natürlich wirst du... Wir müssen mal irgendwann noch... Nur weil ich keine spitzen Ohren habe. So sieht's nämlich aus. Lilliputaner-Weitwerfen machen. Ich finde das total spannend, dass Jojo da überhaupt was mit anfangen kann. Für mich sehen die einfach nur aus wie bunte Strippen. Das sind auch nur bunte Strippen, die macht immer noch so, als wüsste was. Ich habe deren mal zugehört, wo es jemand mal klären musste, irgendwas an einer Schaltanlage zu machen, den Comlink. Denkst du, ihr das auf die Reihe gekriegt? Dann nimmst du mal den Blauen auf gar keinen Fall und später sagst du, schneid mal den Blauen durch. Ja, so war das nämlich. Nein, der hat mir ja unter hier Vorspielung falscher Tatsachen, außerdem kannte ich das Modell noch nicht. Und ich musste ja erstmal durchsteigen, wie das bei dem Modell ist, und dann ging das ja am Ende auch. Das war doch alles gut, mein Gott, das hat sich nur neu verschaltet, weil es ein neues Modell war. Was kann ich denn dafür, wenn die das ändern? Ey! Bla. Es hat geklappt! Bla bla. Zicke. Ja. Die spannende Frage ist doch immer noch, wie wir da reinkommen. Ja, genau, dazu kommen wir. Achso, ja, Jobs geht doch. Genau, Sendungen, die dort gedreht werden. Hör mal zu, da hattest doch eine deiner Bullentantin. Hatte die nicht bei Crime Scene gearbeitet? Ja. Nein. Pass mal auf. Nein. Was? Nee, Moment, nee, hat sie nicht. Wie? Ha, nee, das war was anderes. Entschuldigung, nein. Ah, ich dachte, die Straßenbully hat irgendwas mit dem Scheiß. Deine Bullentante arbeitet bei dem Horizon-Format am Limit. Stimmt, am Limit war es. Nein, falsche Firma. So, dann können wir das Ganze vergessen. Da macht alles keinen Sinn. Alles scheiße. Ich gehe heim. Tschüss. Was? Komm, hör auf jetzt. Erzähl weiter. Okay, wir haben also drei verschiedene Nachrichtensendungen. Einmal den Zenit Daily, einmal die Crime Scenes und einmal Neues aus der Heimat. Einmal Neues aus der Heimat. Alles scheiße, wenn ich normalerweise nicht gucke. Wir haben Schwing den Hammer, was ist ja total geil ist. Heimwerker TV. Dann haben wir jetzt den Teleshopping-Sender Got It Yet. Und Kindersendung Brumbly Bär erzählt. Ich muss da nochmal kurz was anfügen. Das sind die Sendungen, von denen du weißt, dass sie dort gemacht werden, aber bei 10 Studios werden sie vermutlich dort doch mehr Shit machen, ist klar, ne? Entschuldige bitte, ja? Nee, ich sag das nur nicht, dass ich wieder mal zu blöd bin, dir das mundgerecht und adäquat darzulegen. Meine
meine Research hat Folgendes ergeben und das ist das, was ich jetzt gerade vortrage hier. Guck, nee, aber ich meine nur Billy. Da steht nicht, dass da vielleicht noch andere Sendungen gemacht werden. Da habe ich keine Ahnung. Ja, kann von. Billy sicher denken, wenn da 10 Studios sind. Billy kennt sich aus mit Film und Fernsehen. Billy kann ich bis 10 zählen. Wie soll sie denn dann das wissen? Naja, ja. Verzeih, ich habe nichts gesagt, ihr dreckigen Assi. Sag Arsch, mal, sind wir heute ein wenig feindselig? Ja, ich habe auch das Gefühl. Warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Es ist aber ich habe euch doch alle gern. Hey, hate is in the air. Hate is in the air. Everywhere la, 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 la. Also, wir haben, wie gesagt, die drei Nachrichten sind. Und pass auf, jetzt Stellenausschreibung für dich, Hasemuckel. Hast ja gesagt, ne? Ja. Die suchen derzeit nach keinen festen Mitarbeitern. Praktikanten sind unbezahlt, aber immer willkommen. Sowie Kurzarbeiten und Aushilfsjobs sind immer da, ne? Das heißt. Siehste. Und von den Erfahrungsberichten auf findet man, die Aufnahme ist recht unbürokratisch. Man hat ungefähr oder relativ stabile Arbeitszeiten von 10 bis 22 Uhr mit etwaigen kleineren Pausen und eigentlich niemals länger als 22 Uhr. Allerdings wohl recht stressig und die Behandlung von Aushilfskräften ist, na, gerate. Beschissen. Röchtig. Und die Bezahlung ist? Beschissener. Und der Rausschmiss ist? Delikat. Unkompliziert. Und delikat. Richtig. Und ein paar Leute habe ich gefunden, die dort arbeiten. Das also gut. Einmal gibt es da die Feina Jerschopf, die ihre Zentrale verwaltet. Die ist alt und geschieden und hat 2 Kinder. Und dann haben wir Konstantin Borisov, der ist 22 Jahre alt, verlobt und ist ein großer Brandon Task-Fan. Und der saß wohl mal in der Jugendvollzugsanstalt mit 16, weil er ein Auto geklaut hat, die Drecksau. Das wäre vielleicht interessant. Dann haben und sein größtes Problem ist, dass er sich hat erwischen lassen. Ja. Noch einmal jetzt, junge Dame, ja? Noch einmal. Billy kriegt einen Schmatzer auf die Wange. Ja! Die sieht ja. Ah, Mascara runter. Also, nee, Mascara. Schwachsinn. Dann. Vorsicht, die Maske Auge auf der Wange. Dann haben wir Mitrofan Gromov. Das ist der Heimwerker, Herr King. Der wohl Novacoke-abhängig ist, was ja total geil ist. Sollen wir so ein bisschen bisschen Novacoke uns noch besorgen? Und wir haben Leonid Jerschow, den kennen wir ja alle. Ich meine, das ist der Sprecher von Brummli-Bär. Ich meine, hallo. Hallo, Kinder. Ho, 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 ho. Wie geht es uns denn heute? Ho, ho, keiner ho. Will mich ficken. Ho, 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 ho. Und heute erkläre ich euch, wie das mit den Vaginalpilzen ist. Na, das ist eine ganz spannende Sache. Das ist der Herr Müller. Und der Herr Müller ist eine perverse Sau. Der legt sich nämlich gerne heiße Kohlen aufs Gebimsel. Du sollst doch nicht meinen richtigen Namen sagen, Mensch. Aber er hat doch vorhin auch schon ein Foto gepostet, jetzt ist doch eh zu spät. So, Aushilfskräfte, wo haben wir denn da überall Aushilfskräfte? Fällt mir mal so gerade ein, passt mal auf. Das müssen wir rauskriegen. Ich guck mal, ob ich Aushilfskraft hier von wegen, ne, Dingsbums. Dann hast du vorhin von der Cafeteria gesagt. Marina hat eine gute Menschenkenntnis, vielleicht kann die in der Cafeteria aushelfen. Da sieht sie nämlich viele Leute und hört viele Leute und du bist doch prädestiniert für so ein Maskenbildner-Ding. Ja. Für die Schminke. Ja, siehst du, haben wir doch alle drei verteilt. Braucht man für so eine Nummer nicht auch einen Sinn? Ja, da kommen wir ja gleich dazu. Da gibt's aber Möglichkeiten. Ne, da kann uns doch bestimmt deine Eule weiterhelfen, oder? Meine Eule nicht, aber ich kenne jemanden, der uns da vielleicht weiterhelfen kann. Wunderbar. Also wie dem auch sei, jetzt lass mich nochmal kurz hier fertig machen. Moderiert Crime Scenes ist die Kira Kasakov, diese Dreckschlampe, die skrupellose Bitch-Slap-Tranny-Sau. Die ist keine Tranny. Nee, aber ich bin eine, deswegen sage ich... Du scheinst sie nicht besonders zu mögen, Benny. Die ist eine dreckige, abgelutschte Homo sapiens erectus. Sowas ist die. Also die gibt's noch und da. Was ich mein, macht die nochmal? Die ist die skrupellose Bitch von Crime Scenes. Kannst du den Namen nicht wissen? Ich meine, die saß wegen Behinderung der Staatsgewalt vor Anklage. Schon 2-mal Anklagen wegen Anstiften zu Verbrechen, 3 Anklagen wegen Verleugnung, 1 Anklage wegen Volksverhetzung. Ich meine, hallo, das war ja ein Riesending in allen Nachrichtensendern. Sogar ihr zwei Nest Eus müsstet das eigentlich mitbekommen haben. Ja, aber sowas ist mir eigentlich, je nachdem, weswegen hatten die da Theater gemacht? Wann wegen Volksverhetzung? Ach, das ja, was denn für eine Ding. Volksverhetzung? Die das ist kann da alles doch sein. Den, und von gegen wem ist sie Zaren, angeklagt worden? Gegen den Zaren-Nachkömmling, den Yusuf, ist sie doch gegengegangen. Oh, und so da hatte doch die damals die Regierung was dagegen.
Wie dem auch sei, das ist also diese reiserische Drecksau hier. Was, Meterhass? Meterhass? Nö, Volksverhetzung halt. Ich meine, die ist da rechtsradikal garantiert. Ich meine, hallo, Volksverhetzung. Moment. Volksfront von Judäa, sag ich. Ich muss jetzt mal eben das Bärchen fragen, das tut mir ganz leid. Achso, okay, gut, dann ist das eigentlich eine blöde Drecksau, die hier anfängt, so humanesmäßig rumzupimmeln. Naja, Zenit ist generell ein bisschen, nennen wir es mal, konservativer. Ja, ne, das wollte ich ja wissen. Volksverhetzung ist ja prinzipiell, wird in Russland ja gar nicht so oft so sehr angeprangert. Das heißt, bis es dazu kommt, muss schon was passieren. Ja, aber nee, das mit dem Zahn ist auf jeden Fall richtig, weil das einfach zu schön ist. Ich habe es nur falsch rum verstanden, weil sie hätte ja auch eben, weil der konservative ist, volksverhetzend im Sinne von hier gegen bla und für Meters, hätte ja genauso sein können. Nee, also für Meters, Junge, da wirst du also, nicht bei Zenit angestellt. Na, es kann ja sein, dass sie deshalb nicht aber so hoch im Kurs sind und sie sehr negativ über die Tussi berichtet haben. Nee, dann ist sie ja jetzt nicht da angezahlt. Ist ja, ja, ist ja gut, aber es hätte sein können. Nee, das meiste, warum sie immer so Negativpresse bekommt, ist, wenn sie irgendwie frisch die Mutti von einem Gewaltverbrechen interviewt. Und wie war das denn so, als sie ihr Kind vorgefunden haben und ihm das ganze Hirn an der Scheibe klebt? Wie fühlen sie sich denn so? Können sie das nochmal genau beschreiben? Versetzen sie sich doch nochmal in die Lage von vor 10 Minuten. Ungefähr so. Alles klar, wunderbar. Oh Gott, wenn man die Tussi ärgern kann, die kann man bestimmt ärgern. Aber mit der sollte man sich wahrscheinlich nicht unbedingt anlegen, ne? Ja, was interessant ist, ist, dass da hier Jana Philipp auch noch irgendwo ins Spiel kommt, ne? Also wir müssen da mal aufpassen, weil das ist die 49 Jahre alte Schlampe von Neues aus der Heimat. Sieg, hallo! Ja, bist du... Bitte was? Sieg, hallo! Holdra, jo! Fiel durch ihre Aussagen bezüglich Metamenschen selbst für die Verhältnisse von Zenit unangenehm auf. Und wurde deshalb mehrere klärende Stellungsmaßnahmen gezwungen. Das ist die Eva Braun des Zenits. Ich merke das schon. So, also da müssen wir die beiden ganz schwer im Auge behalten. Da sollten wir uns auf keinerlei Schwulitäten einlassen. Aber sowas mag doch keiner. Also wenn ich die auf der Kimme sitzen habe, wenn ich der daran mache ich einen Ausschlag. Na, da müsst ihr euch halt zusammenreißen. Ich verstehe, dass das sehr schwer ist. Gut, auf jeden Fall war voll der Plan hier. Wie ist denn das mit euch jetzt? Hier habt ihr Bock auf zu gucken, ob wir jetzt gucken können, ob es da irgendwie was Jobmäßiges gibt. Wobei, wenn wir alle drei da anfangen, ist das natürlich auch irgendwie komisch, wenn wir alle drei gleichzeitig anfangen und alle drei gleichzeitig rausfliegen oder rausgehen oder wie auch immer das ist. Also ich gehe da definitiv nicht mit meiner echten Sinn rein. Also bevor wir um Gottes irgendwas Willen mit Sinn gemacht haben, mache ich da gar nichts. Nee. Es gibt, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Es gibt die Möglichkeit, Sins zu besorgen, die nur für ein paar Tage und die kosten auch viel weniger. Was ist denn der Kostenpunkt? Genau weißt du das nicht. Weiß ich nicht so genau. Kommt, glaube ich, auch drauf an, was wir für Ansprüche haben und so. Müsste ich mal nachfragen. Ja. Dann mach du jetzt mal... Um bei dem Konzern nicht aufzufliegen, bräuchten wir ja schon ein bisschen bessere, oder? Na, müssen wir halt mal gucken. Das glaube ich nicht. Ich glaube, gerade für eine Aushilfe, da sind die nicht so hinterher. Also ich denke, wir werden da eine vor der Nase sitzen haben, was dieses HR angeht. Sprich diese Faina Yashov, welche die Zentrale verwaltet. Ich meine, die werden wir garantiert vor der Nase sitzen haben. Na, das kann sein, aber wie gesagt, ich glaube, gerade für Aushilfen machen die nicht so einen Hickhack, weil die Aushilfen sind meistens für ein paar Tage da und dann sind sie wieder weg und wenn man nur gerade kurzzeitig wen braucht oder wie auch immer, da stehen die sich doch selbst im Weg, wenn sie da ewig viele Kontrollen machen, das kostet doch alles Zeit und Geld, ja, da hat doch kein Mensch Bock drauf. Deswegen glaube ich, dass das gar nicht so schwierig wird, also da werden wir gar nicht so ewig gute Sins für brauchen, das, je nachdem, was wir halt für Ansprüche haben. Also nur, wir müssen halt eine Arbeitslosen-Sin vielleicht haben. Oder, wobei das muss eigentlich gar nicht sein, weil dieser Job, das kann man ja, man kann ja bei dem einen Ding Urlaub haben und dann bei dem anderen Ding so lange im Urlaub was machen. Das geht ja eigentlich auch, oder? So ein Aushilfsjob im Urlaub. Oder mehrere Jobs. Oder mehrere Jobs, genau, ja, wobei das ja in Vollzeit war. Man kann ja noch über Nacht arbeiten, das geht halt auch. Also irgendwie sowas, ne? Das ist halt alles drin, wobei das ist natürlich schon eine harte Ansage. Egal. Ich rede wieder zu viel. Ich gehe mir mal ganz kurz Kaffee holen und ich muss aber noch ganz kurz runter. Haha, ich komme gleich wieder. Jojo wuselt aus der Wohnung. Pass auf, ich bewege mich nochmal ganz kurz auch in AR, weil ich würde gerne schauen, dem Sendeplan entsprechend, wann die Nachrichten ausgestrahlt werden, ob das aufgezeichnete Nachrichten sind oder Live-Nachrichten von Zenit. Das sind
Das sind aufgezeichnete Sachen. Zenith Daily, da gibt es Sondersendungen, wenn mal was ganz Schlimmes ist, was ganz aktuell ist, zum Beispiel hier der Tod von Irina Pavlov war ja eine ganz wichtige Sache. Das wird aber dann offenbar nicht im Tech Tower gemacht. Mhm. Da gibt es also nochmal eine Hauptstudie dafür. Das heißt, die Arbeitszeiten sind relativ fixekowski. Naja, Arbeitszeiten so direkt hast du ja nicht gefunden, aber das, was du gesehen hast zu Aushilfskräften, die waren niemals länger da als bis 22 Uhr. Mhm. War es 22 Jahre, ne? Ja, du hast geschrieben, von 10 bis 10. Gut. Ist ja ein ganz normaler Tag, 12 Stunden. Genau. Eins wollte ich noch sagen, wissen wir ja schon mittlerweile, weil wir uns ja umgeguckt haben, die ganzen Wachgeschichten sind von Jaguar Security, also sprich AdTech. AdTech, Baby. Und Kabel und Kameras sind alle sowieso mit RFIDs gesteuerte Kameras. Das heißt, wenn wir da auf den Kameras drauf sind, dann werden die uns nicht generell filmen, es sei denn, wir klauen uns irgendwelches Zeug. Und was ich auch noch rausgekriegt habe, ist die Hausmeister, weil wir haben 3 Stück insgesamt. Und die werden alle von Erika, also sprich von Neonet, gestellt. Die kümmern sich um Technik, Putzen und, beziehungsweise nur um die Technik, Entschuldigung, das Putzen wird von allen Drohnen dort geregelt. Aber selbst wenn wir jetzt einen Job da kriegen als Aushilfe, kommen wir doch da trotzdem nicht nachts rein. Wir müssen doch gar nicht, wir müssen doch einfach nur tagsüber reinkommen und dann fällt uns ein ganz toller Grund ein, warum wir länger bleiben müssen. Und im Endeffekt muss ja eigentlich bloß eine Person länger bleiben, nämlich die, die hoch in den Schacht muss und der Rest bereitet den Fluchtweg vor. Ha, da haben wir es doch. Fluchtweg, wichtig. Ne? Nicht? Oder? Was? Ich weiß nicht, das klingt ganz schön gefährlich. Entschuldigung, Marina, also wenn es dir jetzt bange wird, dann... Wir haben dir die Story nicht erzählt, wo wir bei den Bullen eingebrochen sind, ne? Marina kriegt große Augen. Also, ich bin dabei, ich lasse euch auf jeden Fall nicht hängen, aber wir sollten uns auf jeden Fall einen guten Plan für raus überlegen. Immer. Ohne geht gar nicht. Weil ansonsten treten wir, glaube ich, 3 Konzernen auf die Füße, das ist nicht gut. Das war aber abzusehen, dass wir das machen. Also jedenfalls Zenit. Das heißt, so wenig Wellen wie möglich. Es tut mir leid, ich habe da nicht so viel Erfahrungswerte, von daher. Sie zuckt so ein bisschen die Schulter. Ach, das klappt schon alles. Mach dir da mal keinen Kopf. Sie nickt und versucht, das möglichst überzeugend aussehen zu lassen. Gelingt dir. So, warten wir jetzt auf Geflumse, bis sie wieder da ist. Die ist, wieder die ist da. Doch wieder da. Jojo stürmt gerade wieder die Tür hinein. So, da bin ich wieder, Entschuldigung. Ha! Willkommen zurück. Ich glaube zwar nicht, dass Kaffee gerade hilft bei deinem leicht überdrehten, aber Prost. Hä? Na klar, Kaffee hilft immer. Prost. Und vielleicht ist das ja so wie Ritalin. Wie wär's denn noch mit einem Orange Jojo zieht gerade kurz, Jojo zieht gerade kurz die Augenbrauen zusammen, als Mahina von Ritalin spricht und trinkt dann den Kaffee. Was denn? Ritalin ist voll gut. Ritalin ist Koks für Kinder. Ja, Ritalin genau. Vor allen Dingen. Ein Aufputschmittel für Leute, die hier schon überdreht sind, macht sie ruhig. Vielleicht funktioniert's. Was war denn jetzt schon wieder schlimm dran, was ich gesagt habe hier, Spielgeleide? Ich dachte, du machst wieder einen guten alten Apes-Witz. Hast du Affe auf dem Rücken sitzt oder was? Lasse mich doch in Ruhe, sage lieber nochmal der Jojo, was mit dem Hausmeister ist. Das hat sie ihm nämlich gerade verpasst, meiner. Hat die nicht mitgekriegt? Nee. Die war doch Affe. Das ist die schon wieder weg hier. Die war bei ihrer Rutscher super Woche. Ach so. Na klar. Ja, also Hausmeister gibt's 3 Stück gejojozt. Und die werden von Erika, also von Neonet, gestellt. Und die kümmern sich ausschließlich um die Technik. Wäre also interessant für dich eigentlich. Weil das Putzen machen die Drohnen. Das heißt, nicht gut für uns. Und der Hausmeister, einen habe ich gefunden, das ist der Maka Kulikov. Weil der ist irgendwie 24 Jahre alt, ledig. Und der wohnt irgendwo in Südsokol. Und der mag Eishockey und trinkt keinen Alkohol. Was sehr suspekt ist, nach meiner Auffassung. Also ein Typ, der Eishockey mag und nicht Alkohol trinkt, ist komisch. Ich kenne mich vor allen Dingen mit Eishockey überhaupt nicht aus. Also fast gar nicht. Aber das ist nicht schlimm. Egal. Ich weiß nur Schlittschuhe und Schlägereien. Aber, hier, Hausmeister-Dingsbums, ne? Das krieg ich hin. Ich glaube, das kann ich. Ich glaube auch. Ja, ich glaube, sowas kann ich. Und ich wollte eigentlich noch gucken, dass wir uns ordentlich, Nee, mach du jetzt mal mit deinen Sins hier. Du hast ja gesagt, du bist. So, naja, ich habe nur gesagt, dass ich da vielleicht eine Möglichkeit habe, was zu organisieren. Aber es ist eben die Frage, weil ich habe keine Lust, da jetzt irgendwie so und so viel anzufragen und dann irgendwie wieder alles abzusagen. Das ist irgendwie, entweder müssen wir jetzt gucken, ob wir da schon was, also ob ihr das auch wollt oder ob ihr das halt nicht wollt. Oder
nur einer von euch oder keiner von euch und nur ich oder wie auch immer. Was? Na, da sich einen Aushilfsjob besorgen. Also ich würde glatt zu den Maskenbildnern aushilfstechnisch gehen. Suchen die denn da? Das wird man über einen Anruf rausbekommen können. Es gibt ein Standardformular. Ich möchte mich für A, ein Praktikum von der Uni, für B, ein Praktikum außerhalb der Uni und der Ausbildung, für C, einen Aushilfsjob bewerben. Vom bis. Ich bin die und die, hier SIN-Nummer einsetzen zur kurzen Verifikation und ich könnte ab dann arbeiten und könnte ab dann zum Vorstellungsgespräch kommen. Du hast da nicht mal Platz, irgendwie reinzuschreiben, ja, und ich bin voll gut und hier, also soziale Kompetenzen sind ausgeprägt und ich habe mal in der 5. Klasse mit behinderten Menschen gearbeitet, das hast du alles gar nicht. Dann mache ich das gar nicht. Bin ich blöd jetzt. Fühlt sich schwer unterfordert, wenn ich das richtig verstehe. Richtig. Weiß ich denn, ob das der Sinn-Check, den die machen, für so Einwerf-Wegsinns okay ist oder nicht? Hast du irgendeine Wissensfertigkeit in irgendeine Richtung, die hilfreich ist? Alle Wissensfertigkeiten. Ich hab alle auf 5. Ich hab Egging in Electronical Warfare in Cyber Combat. Konzernpolitik? Nee, das ist nichts mit Politik. Würfel mal. Gesetzeskenntnis. Weiß ich nicht. Düse, machen mal Software minus 1 und Logik. Software minus 1 ist 4, also 3 und die und Logik. Und denk dran, alles über 2 Erfolge ist verboten. Also warte mal, 3 und 4 sind 7, warte mal, das sind 6 Würfel und das ist noch einer mehr. Warte mal, jetzt kommt. Also einfach gleich pauschal 2 Erfolge, wenn ihr nicht mehr durchgehen. Ich hab eine 5 und eine 6, eine 1, eine 1, eine 3, eine 4, eine 4. Sei doch, 2 Erfolge. Sehr gut. Du lernst. Wieso lerne ich? Mit was? Also der Test, der Sinn-Test ist nicht nur. Aha, die Sinn gibt's, sondern da wird tatsächlich noch geprüft, okay, gab's mal einen Eintrag, dass tatsächlich jemand geboren wurde zu dem Zeitpunkt und da steht auch tatsächlich Name drin und es gibt sogar ein Foto und es steht drin, welcher Metatyp und hier schlecht. Heißt also, das klappt nicht. Also mit einer Moment, sinnlosesten Wegwerfsinn klappt es nicht, aber es muss auch nicht viel besser sein als eine sinnloseste Wegwerfsinn. Weißt du, was ich meine? Darf ich was sagen? Du darfst was sagen. Aber ich werde dich unterbrechen. Du Pimmelpenis, Pansen. Ja, bitte. Ich hätte ja noch Etikette gehabt für Corporate Knowledge. Nee, das ist eher Gebräuche. Das ist halt, wie man sich verhalten muss. Okay, dann halt nett. Geh doch, Pimmel. Um meinen Zahlen zu sprechen, eher eine 2-3er sind, ja? Game Terms! Entschuldigung. Oh, Karma-Abzug. Sehr schön. Oh. Sehr schön zu hören. Ja, Karma-Abzug, ja. schreibe ich mir gleich mal auf, Sekunde. Karma-Abzug. Also wir sprechen also nicht in Zahlen. Okay. Das Billigste reicht nicht, aber es muss auch nicht super geil sein und das Durchschnitt ist vermutlich auch schon zu viel. Wobei du dich mit gefälschten Zins ja auch nicht so auskennst. Du weißt halt, der Test ist tatsächlich mehr als die Nummer gibt es, aber er ist auch nicht viel mehr als Geschlecht, Metatyp, Name, Bild. Okay. Marina, was ist denn dein Plan eigentlich noch? Na, ich habe morgen Abend ein Date mit dem Fensterputzer, der offensichtlich auch Kohle braucht. Übermorgen. Übermorgen. Und nur damit ich es verstehe, weil ich verstehe es nämlich nicht, was willst du damit bezwecken? Also Billy sagt das natürlich. Na, wenn die auf einer Wellenlänge sind, ne, und du da den Fensterputzer hast, ich meine, wir müssen da ja eh ziemlich gut hoch, also müssen da ja eh hoch. So, dass das größte Problem... Hä? Nein, wir müssen nicht drauf, wir müssen hoch. Je nachdem, ich weiß ja nicht, was das für ein Typ ist, vielleicht will sie auch drauf. Aber auf jeden Fall ist das eigentlich relativ praktisch, wenn du entweder mal hoch oder wahlweise auch mal wieder runter möchtest, weil du abhauen willst. Da sind nämlich diese Fensterputzdinger, sind dafür schon ziemlich geil. Oder wenn du einfach sagst, ey, hier, wir lenken mal ab. Bla, weißt du? Wenn mal irgendwas mit diesen Dingern ist, das kann man ja bestimmt irgendwie deichseln, dass dann irgendeine Fehlermeldung ist oder irgendwas, dann ist da hier, weißt du? Und wir gehen dann auf die andere Seite oder wir machen dann, gucken dann halt, dass wir während das ganze Gewirr auf der einen Seite ist, machen wir halt unseren Kram und gehen auf die andere Seite oder sowas in der Art. Ich dachte jetzt eigentlich eher als Ablenkung, mache ich einen Striptease in Brummibärs Sendung. Bist du sicher, das dass du dein Gesicht in der Matrix zeigen willst? Beziehungsweise nicht unbedingt Gesicht, aber dass du dich in der Matrix zeigen willst? Und ich möchte bitte dann, dass du dir so Trotteln an den Penis machst.
Trottel an den linke und an das rechte Hodenbällchen. Genau. Und ich schlafe dann rotieren. Und dann schön drehst. Ja. Gut. White Russians, wir dachten, Hodendrogen wäre das Schlimmste gewesen. Aber Trotteln sind noch besser. Jetzt haben wir Hodentrotteln. Naja, auf jeden Fall. Gut. Sind die Dinger, die Fensterputzer sind eigentlich gar nicht so unpraktisch. Und sie will ins Drift. Haha, der Typ will mit ihr ins Drift. Und? Ja, nichts, aber du kennst das Drift, das ist cool. Da gab's lecker Jägermeister. Ja. Und Dimitri ist ganz entspannt. Ich habe mir da schon ein bisschen was zu überlegt, weil du meintest ja outfit-technisch, wie wär's denn damit? Mahina präsentiert mal so ein Eierbild von einem Outfit. Hast doch gar Wieso nicht so viel zu viel, Jojo? Das ist doch ja nicht ganz verkehrt. Also man sieht hier eine Lederhose, irgendwelche Armbänder, sondern solche unterarmbedeckenden Lederverschnürten Dingenskirchen und so ein Oberteil, was nicht ganz aus Leder ist und mit viel Reißverschlüssen. Oh, und Halsband aus Leder, ganz wichtig. Also halb. Ach, da war ja noch ein Bild. Aber das sieht so übertrieben aus irgendwie. Na, nur weil die Ade so komisch schielt, vor allen Dingen auf dem Bild, und so komisch dasteht, aber es ist... Ja, steht ja, den Kopf wechseln wir mal bitte aus auf Mahina. Ja, also prinzipiell, Flummi, mal ganz ehrlich, das ist doch nicht... Ja, wenn sie da nicht so... Mich irritieren solche Bilder immer. Wenn sie sich nicht in einem Fotoalbum in einem Katalog präsentiert, ist das durchaus in Ordnung. Und die Sachen ein bisschen abgetragen aussehen. Dann geht das schön. Ja, Mahina hat euch jetzt auch nicht das Foto geschickt, sondern tatsächlich den Link zu den Klamotten, mehr oder weniger. Gut, machen wir. Passt. Die Frage ist, geht sie da alleine hin oder gehen wir da unabhängig voneinander hin oder geht noch irgendwer hin so als Backup? Ja, wir gehen da zusammen hin. Mädels! Nee, wir gehen nicht alle zusammen, das ist dumm. Ja, nicht zusammen, aber wir gehen da unabhängig voneinander hin. Wenn der Typ meine Cousine antatscht, dann gibt's auf die Eier. Oh weia, oh weia, der Hahn legt keine Eier. Oh weia. Ah, okay, ich geister da einfach mal so rum. Wurscht. Wurscht, passt. Gut. Und was war jetzt mit Sins? Ja, dafür muss ich jetzt wissen, wer von euch da arbeiten will. Ich würde es doch mal versuchen mit einem Vorstellungsgespräch. Mit meiner Teralparese. Vielleicht unmöglich, okay. Gut. Was war das denn für ein Lachen? Alles klar, also du und ich oder was? Passt. Jo. Gut, also zwei. Und unser Fluchtauto ist dann der Lift mit Mahina drin. Möglicherweise, vielleicht. Das ist zumindest eine Option, sagen wir es mal so. Dafür müssen wir aber erstmal mehr über den Schuppen wissen, glaube ich. Wir müssen Schuppen? Über das Haus an sich, und wir müssen eine Gelegenheit finden, da hochzukommen. So, und das kriegen wir aber erst, wenn wir da vielleicht mal ein, zwei Tage waren. Du verstehst, was ich meine. Ja, dann lass uns da... Sinn, alles steht und fällt mit der Sinn, Mädel. Ja, ich ruf ja schon an. Ja, zack, zack, Hacken hin und her. Jojo ruft Fedor an. Oh, weißt du, musst du mal Connections anrufen, die ich noch nicht auf WordPress hochgeladen habe. Das wird Arbeit, Junge. Okay. Der ist doch schon fertig. Ja, ich weiß. Gott, da kann ich Copy und Paste benutzen, weißt du? Nee, kann ich nicht, Alter. Bin ich zu krass für. Ja, merk ich auch schon denn. Alter, bin ich viel gut. Nein, also, sein Ding rappelt. Und er geht auch nach wenigen 20 Sekunden ran. Ja. Hi, Jojo hier. Jojo, na? Ja. Mensch, lange nicht. Ich muss mal kurz die Füße hochlegen. So. Lange nicht gehört, stimmt, hast recht. Schande über mein Haupt. Schande über dein Haupt. Du, ich hab einen, Anschlag will ich es nicht nennen, aber können wir uns irgendwo treffen? Ich habe das Wort Anschlag gehört. Ja, ein Anschlag meines Besuchs. Also du weißt schon, was ich meine. Du meinst ein richtiger Besuch. Richtig, ich will was von dir. Ich hab's ja schon mal gesagt, das mit uns beiden, aber wir können das gerne nochmal klären, mündlich. Genau, darum geht's mir. Ja, du kommst einfach rum. Gut, dann komme ich einfach rum. Bis gleich. Bis gleich. Jo, legt auf. Okay, ich komme da jetzt einfach rum. Wo? Na, bei dem Typen, der mir vielleicht helfen kann, es hinzubesorgen.
Also zwei sind Kurzzeitzins halt. Warte mal, lächel mal. Ah nee, brauchen wir gar nicht. Ha, erinnerst du dich an das? Bilder. Aber da fällt mir gerade ein, haha, weißt du was, Schatzi, du musst mitkommen. Was, wohin? Na, zu meinem Zaubermeister. Wieso Zaubermeister? Na, weil der uns vielleicht die Kurzzeitzins zaubern kann. Und da musst du mit. Okay. Hab ich da Angst? Nein, brauchst du nicht. Ja, Machina kommt aber auch mit jetzt, oder? Ich könnte sonst auch nochmal zwei Stunden, drei Stunden schlafen. Dann lass sie besser nochmal schlafen. Ja, okay. Und, Billy, benehmen da. Wie? Gut. Höflich. Wie gut? Höflich, nicht rumzicken. Ladylike, bitchlike. So wie zu Hause bei den Rudeltreffen. Nicht, ich nicht euch bitch. Die Daumen. Mahina hebt ihren Kaffee und schlurft langsam raus. Ich gehe noch mal eine Mütze Schlaf nachholen. Mach das, viel Spaß. Schlaf schön. Euch auch, lasst euch nicht. Haha. Ja, Mahina grinst noch mal und schlurft nur die Milz im Müll. Hör zu. Ja. Okay, komm, wir fahren. So, oder sowas? Fedor, Schreibung und Behausung, bitte. Ach so, Fedor ist ein Typ, so um die, lass mal so um die 30 sein, der relativ gepflegt aussieht, immer so eine schöne, ich weiß gar nicht, wie diese Kappen heißen, die er trägt. Schiebermütze. Ja, so eine schöne Schiebermütze, genau. Dann trägt er ein Hemd und einen Pullunder, meistens. Er hat oft irgendwas, also entweder eine Zigarette, aber dann eine von der besseren Sorte, ein Zigarillo oder irgendwas, eine Art Drink neben sich stehen. Manchmal ist es auch Kaffee. Er ist ein Genießer. Ein Genießer vor dem Herrn. Und sieht aus, als wäre er in den 60er Jahren entsprungen. Ja, so ein bisschen. Aber er ist einfach ein Genießer. Aber Machina sieht den doch gar nicht. Nein, das war ja, aber aus dem Off, Entschuldigung. Lexi darf ein paar Kommentare machen, wenn sie jetzt schon schläft, das ist erlaubt. Ich mach doch nur Spaß. Nee, dann alle heute heimselig, bitte. Tut mir dann so leid. Hat er kurze Haare, kurze braune Haare. Einen sehr geilen, dünnen, ausrasierten Schnurrbart. Richtig. Französische und Bauart. Nein, die ist nicht französisch. Doch, das hat er schon. Ist sonst eigentlich ein ziemlicher Durchschnittstyp. Und sein rechtes Augenlid aus Prinzip ist immer etwas weiter zugeklappt als auf das andere. Als das andere. Jojo, darf ich meinen Pelz jetzt eingestragen, wenn wir da hinfahren? Keine Ahnung. Ich kann mich am besten in meinem Pelz benehmen. Tendenziell wäre es, glaube ich, okay. Gut. Dann werde ich das so tun, Frau Klör. Ach, du und dein Pelz. Ja. Mal wieder Pelz für Billy. Gut, genau. Die Behausung. Fahren wir jetzt wirklich zu dem nach Hause? Ja. Alles klar. Aber dort werden die meisten Geschäfte abgewickelt. Also du hast sonst gar nicht so viel mit seiner Organisation woanders gemacht. Stimmt. Seine Behausung ist eine relativ, für die hiesigen Verhältnisse weitläufige Wohnung. Das Mobiliar wirkt ausgewählt. Sagen wir es mal so. Es passt auch relativ gut zusammen. Es ist auch nicht der billigste Billigscheiß. Es ist jetzt auch nicht so übermäßig teuer, aber er legt Wert auf Stil. Also nicht Kiea. Nee. Dann vielleicht auch mal irgendwie Secondhand-mäßig was besorgt oder wie auch immer. Aber es sind relativ gute Möbel. Doch, das kann man schon so sagen. Und er hat sich diese Wohnung auch nicht vollgestellt, sondern setzt dann eher ein paar Akzente und lässt die Wohnung lieber ein bisschen leerer, einfach weil es stilvoller ist. Und vor allen Dingen ist sie nicht bunt, nicht glitzernd und nicht leuchtend. Nein, sie ist schlicht und hat klare Formen und klare Farben. Und Khaki. Aus Prinzip. Okay. Vielleicht auch ein wenig Ocker. Also generell ein Pastelltyp. Ja, es ist kein Cyberpunk-Typ. Wunderbar. Wunderprächtilonium. Tatsächlich wird Billy nur ein einziges Mal kurz komisch angeguckt auf der Straße zu seiner Behausung.
wegen ihres Mantels. Also das ist schon relativ, also schon ziemlich entspannt eigentlich. Ja, hier Tür, Kamera, zack, erkennt euch, Tür auf, ihr kommt in seine Bude rein. Er sitzt auf dem Ledersessel, aus Prinzip lässt er ihn noch mal ein wenig knarzen. Nein, kein echtes Leder, aber gutes Hünfleder. Gutes Hünfbüffelleder. Gutes ist Büffelshünfleder, auf jeden Fall. Guter Zungenbrecher. Beine auf dem Tisch, versteht sich, Zigarillo im Mund und hat einen Whisky neben sich stehen. Er weist euch dann so mit einer einladenden Geste auf die beiden Stühle, die ihr zur Verfügung habt. Nein, es sind keine coolen Ledersessel, für euch gibt's nur Stühle. Hallo! Hallo, ich bin Fedor. Foxy reicht ihm die Hand, aber nicht zum normalen Handreichen, wie man das so üblich macht bei Handgeben, sondern sie reicht ihm ladyhaft die Hand und erwartet seine Aktion. Oh mein Gott. Er haut ja die Kasse nach hinten. Wäre ja nicht das erste Mal, ne? Ja, er deutet einen Handkuss an. Sehr schön. Foxy Lady. Angenehm. Sehr angenehm. Dann setzt euch doch erstmal. Kann ich euch vielleicht für einen Whisky begeistern? Mhm, sehr gern. Welches Jahr? Gut. Sie kommt aus gutem Hause. Entschuldige bitte, sie ist so Sachen gewöhnt. Whisky sollte man nicht nur nach der Reifedauer beurteilen. Ich habe hier einen sehr guten. Der ist nicht so alt, aber glaub mir, der macht schon was her. Gut, nehme ich gerne ein Gläschen. Ohne Eis, selbstverständlich. Das hatte ich gehofft. Ja, er danke. Stellt euch zwei Gläschen Whisky hin. Danke. So, womit kann ich euch denn behilflich sein? Pass auf. Nee, ich wollte dich nur erwartend anschauen. Ich wollte mich dezent zurückhalten. Pass auf. Warte doch mal, Billy hält sich dezent zurück, Mann. Das musst du noch abwarten. Auskosten. Das so kommt leid. Nicht so oft vor, ne? Mach doch mal was, Mensch. Immer muss ich hier alleine irgendwas. Oh, wir sind so dumm. Aber ich hab's gerade so schön ausgekostet. Ich weiß doch. So. Also, pass auf. Wir brauchen IDs für ein paar Tage. Und du hast mal gesagt, du kannst da was arrangieren. Ab wann? Für wie lange? Wie gut? Ab, je nachdem, so schnell wie es geht, vielleicht morgen oder so. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch, bis das durchgehen muss? 5 Tage, 6 Tage? 6 Tage. Mit dem heutigen Tag zu Ende sind es 5. Für 6 Tage. Und naja, ich sag mal, es sollte das Geschlecht einigermaßen stimmen, es sollte der Metatyp einigermaßen stimmen und es wäre ganz gut, wenn die Sin entweder arbeitslos ist oder wenn Job, dann eher nachts. Okay. Dann lass mal kurz gucken. Und du hast gesagt, so schnell wie möglich. Naja. Ja, ab morgen oder so. Morgen? Ja, wenn es nicht so schnell geht, dann halt ab übermorgen. Das geht prinzipiell schon, du hast dann halt den normalen Aufschlag, wie sich das gehört. Jo. Okay. 11, Mensch. Wie groß seid ihr beide? 1,47. Also 1,50. Das hatte ich schon geschrieben. Mhm. Du warst ungefähr 1,90. Ja, sowas in die Richtung. Das habe ich nicht in dem Dokument stehen, lustigerweise. Du warst, glaube ich, durchschnittlich groß für einen Elfen. Ja, sowas um die 1,90 rum, ja. Okay. Alles klar. Also, Jojo, du weißt ungefähr, worauf du dich einlässt. Foxy, wurdest du hier mitgeschleppt oder weißt du ungefähr, worum es hier geht? Ich weiß doch circa, worum es hier geht. Schätze ich. Er pustet ein kleines Rauchkringelchen aus. Sehr gut, dann kann ich mir den Teil sparen, weil ihr ungefähr wisst, was auf euch zukommt, bla bla bla, verarschen und so weiter. Ich kürze das immer gern ab. Ich finde auch gar nicht, dass es noch nötig sein sollte, aber naja, gut.
Also passt auf. Da es für euch schnell gehen muss und das nicht ganz das Billigste ist, du hast gesagt, 6 Tage ab morgen. Ja. Das wären pro Nase 300 Yen. Passt. Okay. In den nächsten 3 Stunden bekommt ihr was und ihr bekommt minimal Infos zu der Nummer, die ich habe. Also Größe wird ungefähr hinkommen, Geschlecht und Metatyp auf jeden Fall. Arbeitslos ist nicht so das Problem. Okay, kriegen wir auch ein Bild? Na klar. Sehr gut. Moment, ich kann nicht garantieren, da es wirklich schnell gehen soll, dass nicht eine der Sins kriminell sein wird. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Okay. Solange nicht gerade tatsächlich gesucht wird oder so irgendwas in die Richtung. Dass nee, ich meine verurteilt und so weiter. Das ist nicht ganz so schlimm. Passt. Gut, gezahlt wird im Voraus. Das heißt, ich gebe euch in ein paar Stunden Bescheid und dann bekomme ich das Geld. Entweder toter Briefkasten. Da wo immer. Und ja, oder ihr gebt es mir jetzt sofort. Na, dann machen wir es jetzt. Weniger umständlich. Okay. Jojo grabt den Credstick aus. Ja, er zieht sich da ganz geschmeidig 600 runter. Mhm. Okay, nach den 6 Tagen ist definitiv Schicht. Klar. Okay. Gut. Möglichst versuchen zu vermeiden, dass ihr da keine weiteren Vorstrafen drauf bekommt. Wenn das nicht wird, ist das nicht ganz so tragisch. Wenn es ganz furchtbar wird, muss ich unter Umständen nochmal eine Nachzahlung verlangen. Und die ist dann quasi nochmal 300 Millionen von jedem. Jo. Also sowas wie Totschlag, Mord oder irgendwas. Allerdings, ich weiß, dass ich die dann nicht unbedingt von euch holen kann, aber ich finde dann jemanden, von dem ich das Geld bekomme. Ich lege die Augenbrauen in Falten und gucke ihn einfach nur ein bisschen musternd an. Jojo schmunzelt. Gut. Ihr wisst auch, dass ihr Sins für einen längeren Zeitraum bekommen könnt. Zum Teil sogar maßgeschneiderte, ja? Ja. Mhm. Das, Geldfrage, alles klar. Ja. Aber Jojo, du kennst ungefähr die Kondition und ja. Ja. Ich komme dann bei Zeit nochmal auf dich zurück. Das ist gut. Oder wir eben. Nur mit ihr zusammen, bitte. Ja, sicher. Alles klar. Wir kennen uns nicht. Nicht so richtig. Jojo? Ha? In den nächsten 2 Wochen keine Geschäfte mit der Bahn, boah. Nö. Alles klar. Dann, Jojo, ich gebe dir die beiden Nummern, ja? Alles klar. Abgemacht. Also 3-4 Stunden wird's dauern. Ja, ja. Alles klar. Okay. Dann, wir sehen uns nochmal. Ich denke. Bestimmt. Schönen Abend. Ebenfalls. War mir eine Freude, Foxy. Dito? Ja, Jojo steht auf, winkt nochmal und geht dann raus. Hm. So. Sagt sie draußen. Das läuft hervorragend. Gut. Dann haben wir schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Dann würde ich vorschlagen, sobald wir die Nummern haben, setzen wir unsere Bewerbung ab. Ja. Sodass wir morgen, ja, doch, damit wir quasi dann auch von denen verständigt werden können. Ja. Gut. Läuft. Läuft. Erstmal ein Trinken jetzt, oder? Oh, nee. Wir schmeißen Marina aus dem Bett. Ja, aber ich will nichts trinken. Ja, okay. Ich muss doch nicht. Ich hatte ja deine Leber schon genug in Anspruch genommen. Du willst hier aber garantiert auch wieder nur Bier. Na, ich will gerade gar keinen Alkohol. Ja, deswegen sage ich, wenn, dann willst du eh nur wieder Bier. Warum? Ja. Was? Hast du gerade eine Sturzgeburt? Ja. Oh. Gut. Dann, Das ist dein Mädchen. Woher weißt du das denn? Ich nenne sie Helga. Okay. Gut. Wie wär's, wenn ich euch noch ganz kurz die Sins gebe? Ach, gib und uns dann doch ganz kurz. Okay. Ja, hopp. Also, nach ein paar Stunden erhaltet ihr 2 Nummern und folgende Infos, die auch im Spoiler 2 zu finden sind. Jojo, für dich ist die obere, Billy, für dich ist die zweite Sin. Na, das hat man schon irgendwie gerafft. Also, wieso hast du jetzt schon angeguckt, du Arschkind? Also, Ach, gesagt.
Ach so, so ähnlich. Also ihr habt den Namen, ihr habt das Alter, ihr habt ungefähr Abweichung, was Größe oder sowas betrifft. Also Jojo ist halt die Sinnfrau da schon 10 cm größer, das könnte auffallen. Jojos Person hatte so eine mittelmäßige Schullaufbahn, nicht im besten Gebiet, hat dann eine Ausbildung zur Mechatronikerin bei Mostrans angefangen und hat dann aus irgendwelchen Gründen ihren Freund totgeschlagen, wurde deswegen verurteilt zu 4 Jahren Gefängnis. Alter. Totschlag. Also im Prozess wurde auch offensichtlich, wenn du das dann später googelst oder googeln lässt, nicht googeln, nein, also suchst oder suchen lässt, der Typ war halt ziemlich Hacke und hat sie schon ganz schön verwemst und sie hat dann halt nach der Pfanne gegriffen, mehrmals ausdauernd, bis er sich nicht mehr geregt hat. Alles klar. Und danach war sie 3 Jahre ohne festen Job, hat immer mal so einen Nebenjob gemacht und hat auch die Ausbildung zur Mechatronikerin nicht beendet. Und Billy, Billy, 40 Jahre alt, deine Sinn. Deine Größe passt ganz gut. Also sehr gute Noten am Kunstgymnasium. Die Eltern hatten da wohl auch offensichtlich etwas mehr Geld. Kunststudium abgeschlossen, 2063. Fotoausstellung, so ganz normale hässliche Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen im Alltag, die so viel Aussagekraft haben, 2065, die ein absolutes Fiasko war. Dann versuchte die entsprechende Dame selbstständig künstlerisch tätig zu sein und das gab sie endlich nach 5 Jahren 2070 auf und versucht sich irgendwie mit Nebenjobs und Zeitarbeit über Wasser zu halten, weil, naja, also sie hat zwar das Kunststudium beendet, aber offensichtlich weiß niemand ihre Kunst zu schätzen. Die Welt ist noch nicht reif für mich. Ja, ungefähr so. Gut, und jetzt kommen wir. Perfekte Sinn für Billy. Ich fühle jetzt auch nicht, dass der Spielleiter die einfach mal so zusammengewürfelt hat, irgendwie gerade. Bitte was? Bitte was? Wie bitte? Bitte was? Züricher Orbital. Züricher Orbital, gut. Dann jetzt Memo hier an Poesie. Jojo, leicht hohe Schuhe anziehen. Nicht direkt nicht richtig hoch, aber so ein bisschen. Wir machen dir noch schön Make-up, Freundin. Wir machen noch schön Verkleidung. Billy macht wir das. Machen noch schön Latexmaske passend zum Bild. Richtig. Für uns beide. Natürlich. Und für Machina brauchen wir auch noch sowas in die Richtung gehen, damit sie nicht ganz so... Sie darf sich erstmal die Haare färben. Ja. Minimum. Machina, und das war jetzt unruhige Träume, warum auch immer. Jojo ruft sie an. War ich diesmal schlau genug, meinen Comlink auf stumm zu stellen? Dein Ding rappappelt. Dein Ding rappappelt. Nein, du warst schlau genug, es auf stumm zu stellen und der Vibrationsalarm geht übelst laut auf deinem Nachttisch los. Es rappappelt halt. Geld. Rangehen mit einem. Guten Morgen, Schatzilein. Möchten Sie sich mit uns über Gott in die Welt unterhalten? Hinterm hochschwingen. Wo seid ihr? Noch auf dem Weg, wir sind gleich bei mir. Ich komm gleich. Das hört sich nicht so an. Mahina liegt auf und... sag immer, er soll schneller machen. Dusche. Jetzt können wir schon fast von Shadowrun sprechen, so wie die sich anstellen, oder? Ich meine, Legwork kann man doch schon dazu sagen, was die jetzt mittlerweile machen. Also so ohne Quatsch geht's natürlich nicht mehr ganz, also beziehungsweise wird's nie funktionieren, aber im Großen und Ganzen könnte man jetzt schon behaupten, dass die Mädels da was planen. In den nächsten paar Sessions wird's hauptsächlich darum gehen, wie die Mädels da rein und da rauskommen oder wer rein und raus geht. Das wird also ganz interessant. Möchte ich auch nichts verraten. Wir sind immer noch, also in 12 mittlerweile sind wir fertig gespielt am Montag. Da haben wir auch noch weiter Legwork betrieben und haben eigentlich schon sowas wie einen ganz konkreten Plan. Es wird also langsam heiß, also was heißt es wird heiß? Es ist ja schon die ganze Zeit heiß, aber da brauchen wir nicht drüber reden. Auf jeden Fall geht es dann in 13 und 14 bei uns dann auch wahrscheinlich richtig zur Sache. Da werden wir mal sehen, wie weit der Spieler da das tatsächlich noch weiter reißt. So viel zum Content. Was im Hintergrund passiert bei uns, ist ein bisschen doof momentan. Ich hoffe, dass wir keine YouTube-Sperre reingeklatscht bekommen. Witziges Ding, das Intro, das Trolli da fertig gemacht hat mit der Musik, ist epic. Also jedenfalls haben wir guten Feedback davon bekommen. Ich hoffe, allen gefällt es soweit. Das Ding ist, dass diese Musik wohl irgendwie registriert ist, auch wenn es Creative Commons License ist. Wir wissen also nicht, ob wir jetzt was falsch gemacht haben oder nicht.
Ich hoffe mal, dass YouTube nett zu uns sein wird und uns das Ding runternehmen lässt. Sollte es tatsächlich eine Verletzung von irgendwelchen Copyright-Sachen sein, aber dann müssen wir auch irgendwie dem Macher von dem Song mal sagen, dass er die Sachen nicht gratis anbieten kann, wenn er kein Creative Commons License wirklich macht oder wie das halt auch aussieht. Auf jeden Fall sind wir mal gespannt, wie es da noch weitergeht. Momentan hängt da alles ein bisschen in der Schwebe. Wenn unser Kanal gesperrt werden sollte, dann trickst du mal was und dann kommunizieren wir das über unsere Webseite. Aber ich hoffe es doch mal nicht. Ansonsten wäre es cool, wenn ihr uns mal Comments schreibt, ob ihr denn gerne MP3-Files dazu haben wollt anstelle von YouTube. Denn ihr wisst ja, also ich muss ja immer MP3s aufnehmen, also beziehungsweise WAV aufnehmen vom Teamspeak, dann umwandeln, die ganzen Sachen zusammenschneiden über Audacity. Und wenn ich denn das dann zusammengeschnitten habe, lese ich es in Windows Media Player ein, also beziehungsweise Windows Movie Maker und schneide es dann zusammen. Das ist auch der Grund, warum das Intro-Video nicht ganz so toll aussieht. Das gebe ich ja gerne zu. Da fehlen mir einfach die Skills dazu. Aber wie dem auch sei, es hat den Sinn oder den Zweck so rum erfüllt. Nichtsdestotrotz, also wenn euch MP3s interessieren würden, dann könnte man mal drüber nachdenken, ob man sich einen wirklichen Webspace zulegt und ihr dann einfach mal euch die Sachen da noch runterladen könnt. Gut, ich mache jetzt hier auch Schluss. Es ist schon wieder Mittwochabend. Ich lade das Ding jetzt hoffentlich gleich hoch. Das heißt, in ein paar Stunden müsst ihr das zur Verfügung haben. Ich wünsche alles Liebe und Gute. Ich grüße an der Stelle wie immer unsere ganzen Zuhörer, Listener. Ich freue mich über die neuen Subscribes, die wir haben. Schreibt uns doch ruhig Comments. Wir freuen uns drauf, entweder hier auf YouTube oder auf www.whiterussianssr5.wordpress.com. Alles Liebe von uns. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wie immer muss ich darauf hinweisen, dass die White Russians die Creative Commons Attribution License benutzen, 3.0 mittlerweile. Wir erheben keinerlei Anspruch am Namen Shadowrun, denn das gehört der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten. Das Intro und das Outro-Lied ist wie immer von den Kremlkrauts und die Kremlkrauts findet ihr auf ihrer Webseite Kremlkrauts und auch auf soundcloud.com. Alle weiteren Zusammenhänge mit irgendwelchen Namen oder Menschen möchten wir von uns weisen, hat nichts mit irgendwelchen realen Dingen zu tun. Wir spielen hier aus Spaß an der Freude und haben keinerlei Geldgewinn dabei. Bis dahin.